Ja, so, schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Film- und Sprachliebhaber. Wir, der Landesverband Hessen im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer, freuen uns, Ihnen im Rahmen einer Veranstaltungsreihe, die wir dieses Jahr ins Leben gerufen haben, zu unserem 70. Jubiläum, diese Veranstaltung hier, diese Filmreihe drunter und drüber bieten zu können, um Ihnen da auch Einblicke in die Welt der Untertitelung und Synchronisation zu geben, die wir ja sonst nicht so richtig kennen. Heute in der Diskussion mit vier Branchenexperten. Wir hatten eine Fotoausstellung dieses Jahr zu den Dolmetschern der Nürnberger Prozesse. Das war die erste öffentliche Veranstaltung des BDÜ Hessen. Und auch diese Veranstaltung soll eigentlich die Vielfalt und gesellschaftliche Relevanz unseres Berufsstandes einem größeren Publikum nahebringen. Sie zeigt, dass es den Übersetzer und die Dolmetscherin eigentlich so gar nicht gibt, sondern jeder von uns ist in irgendwelchen Teilbereichen, irgendwelchen Nischen tätig. Ich kenne mich mit diesem Thema überhaupt nicht aus, genauso wenig wie ich mich im Thema Dolmetschen auskenne. Also ich bin auch in einer Nische tätig, einer sehr engen Nische. Und ja, die häufigsten Fachgebiete bei uns im Landesverband sind beispielsweise Übersetzer von Wirtschaftstexten oder Übersetzungen von Urkunden, Marketing, technischen Texten. Nur sehr wenige Mitglieder arbeiten in solchen Nischen wie, sagen wir mal, Raumfahrt, Toxikologie, Bauerei, Brettspiele oder sowas. Ja, das ist also ganz selten. Und auch dieses ist hier ein sehr seltenes Gebiet. Deswegen wollen wir uns mal auch mit dieser Nische ein bisschen beschäftigen. Für die Experten hier ist es natürlich keine. Und dann möchte ich mal vielleicht ein bisschen was aus meiner Kindheit erzählen. Ich bin in einem Land im Nahen Osten aufgewachsen und dort war nahezu jeder Film im Fernsehen, zu meiner Zeit noch, sehe an meinen grauen Haaren, ich bin nicht der Jüngste, jeder Film war da untertitelt. Jeder Film war, also waren meistens amerikanische Filme, und jeder Film war arabisch und französisch untertitelt. Das heißt, so ein Drittel, mehr als ein Drittel der Fläche des Filmes war gar nicht sichtbar, wegen der Untertitel. Und das hat mich natürlich als Kind fürchterlich geärgert, dass ich das Englische natürlich verstand, dann mich rumquälen musste mit dieser Untertitelung. Und als ich dann nach Deutschland kam, habe ich dann festgestellt, es gibt auch synchronisierte Filme. Und das hat mich dann auch geärgert, weil ich verstand ja die Originalsprache, wozu das Synchronisieren. Bis mir dann klar wurde, natürlich muss es einem großen, breiten Publikum ermöglicht werden, solche Filme zu verstehen. Und heute freue ich mich über synchronisierte Filme, wenn sie gut synchronisiert sind, weil ich da fast gar nicht merke, dass da ein synchronisierter Film läuft. Also ich bin da sehr gespannt, heute mit Ihnen zusammen zu erfahren, wie diese hohe Qualität erreicht wird, und freue mich sehr auf diese Podiumsdiskussion. Im Namen des Vorstands des Landesverbands Hessen im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer möchte ich mich an dieser Stelle ganz besonders bei unseren Mitveranstaltern bedanken, der Weltlesebühne und dem Deutschen Filmmuseum, ohne die diese Veranstaltung auch nicht möglich wäre. Und wir freuen uns auch über die Unterstützer, zum Beispiel das Kulturamt der Stadt Frankfurt. Die heutige Podiumsdiskussion moderiert der Filmwissenschaftler Nils Daniel Peiler. Auch bei Ihnen, Herr Peiler, bedanke ich mich recht herzlich. Unter anderem dafür, dass Sie die Runde der Podiumsgäste nachher einführen werden ich meine Rede ein bisschen verkürzen kann. Abschließend bedanke ich mich auch bei unserer sogenannten Jubiläums-AG, das ist im BDÜ die Gruppe, die diese Veranstaltung organisiert hat und koordiniert hat, eine Leistung, die wie vieles bei uns ehrenamtlich erbracht wird und für die ich gerne einen Applaus hier auch hätte. Vielen Dank für diese AG. Und nun wünsche ich eine unterhaltsame Zeit bei diesem Thema und übergebe an die Vertreterin der Weltlesebühne hier bei uns, allerdings auch BDÜ-Mitglied natürlich, die Barbara Neb. Vielen Dank, Barbara. Ja, schönen guten, was sagt man denn? Guten Abend, guten Nachmittag, wie auch immer. Guten Abend, gut. Auch eben von Seiten der Weltlesebühne möchte ich Sie hier recht herzlich begrüßen. Die Weltlesebühne möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz vorstellen. Wir sind ein Verband, deswegen machen wir es auch, Verband von ungefähr bundesweit 50 literarischen Übersetzern, die sich zum Ziel gesetzt haben, auch dass die Übersetzer eben ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu stellen, weil jeder kennt Schriftsteller, jeder kennt hier jetzt beim Film Schauspieler, aber es kennt niemand die Leute, die dazwischen sind, wie eben, was weiß ich, beim
Musik ist das klar. Es gibt Pianisten, die sehr bekannt sind, die kennt man. Es gibt Schauspieler, die sehr bekannt sind. Aber wer sind die Synchronsprecher? Wer sind die Übersetzer, die die Schriftsteller und die Filme ins Deutsche übersetzen oder eben untertiteln? Das haben wir uns zum Ziel gesetzt. Dafür machen wir Veranstaltungen bundesweit dieses Jahr, auch zum Hieronymustag. Heute ist der Hieronymustag, der Tag des Übersetzens, internationaler Übersetzertag, weil der heilige Hieronymus damals die Bibel unter vielen Mühen übersetzt hat. Deswegen heißt er so. Heute finden ungefähr 40 Veranstaltungen, heute und rund um diese Woche, in der ganzen Bundesrepublik statt, auch in 5 international unterstützt durch das Goethe-Institut. Gut, das sollte ich jetzt vielleicht mich kurz fassen. Wir haben nicht viel Zeit. Wer noch mehr Interesse hat, www.weltlesebühne.de, kann man uns nochmal nachvollziehen. Ich danke auch dem BDÜ. Und ich danke auch dem Nils, wir haben es alles zusammen organisiert, auch dem Filmmuseum, dass wir diese Woche eben auf die Beine gestellt haben. Es war sehr schön bis jetzt. Ich freue mich auch schon auf diese Veranstaltung und übergebe an unseren Filmwissenschaftler Nils Peiler. Ja, vielen Dank, Barbara Neb, und ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite aus nochmal. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind zu unserem wirklich hochkarätig besetzten Panel heute, zu unserer Diskussion. Wir haben 90 Minuten Zeit, also ganz so gestresst sind wir nicht. Ganz kurz zum Ablauf vielleicht. Ich möchte Ihnen ganz zu Beginn jetzt erstmal unsere Panelisten einzeln vorstellen, kurz einführen. Sie werden sich dann selber auch nochmal kurz vorstellen mit Ihren Aufgabengebieten und ihrem Bezug zum Thema Filmübersetzung, Synchronisation und Untertitelung. Und danach haben wir natürlich auch Zeit und Gelegenheit für eigene Fragen, für Ihre Kommentare, für Ihre Anregungen, das, was Sie immer schon mal wissen wollten und was Sie unsere Experten fragen wollten. Das heißt, zunächst diskutieren wir ein bisschen hier unter uns. Das ist zum Auftakt ein bisschen exklusiver. Sie haben aber dadurch die Gelegenheit, dann sich schon mal Gedanken zu machen, Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen, Ihre Kommentare zu sammeln. Und ein Hinweis, ein wichtiger Hinweis schon mal, wir zeichnen diese Veranstaltung auch auf Video auf. Das heißt, warten Sie bitte nicht nur, bis Sie das Wort haben, wenn Sie dann mit Ihren Fragen und Kommentaren hier in Erscheinung treten, sondern auch, bis Sie das Mikrofon haben. Nicht nur, dass wir Sie alle verstehen, sondern dass wir das auch mitschneiden können. Das vorneweg kurz. Ja, Sie haben es schon gesehen in unserem Programmblatt natürlich zur Programmwoche. Das ist ein Füllhorn an verschiedenen Filmen und Darbietungen. Wir hatten schon eine Live-Untertitelung, wir haben uns schon mit einer historischen Synchronfassung auseinandergesetzt. Heute Abend wagen wir mit Ihnen zusammen noch eine experimentelle Aufführung. Wir haben 2 Gäste hier, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, die beide denselben Film bearbeitet haben, in der Synchronfassung und in der Untertitelfassung, nämlich die Gärtnerin von Versailles. Das wird es dann ab 20 Uhr hier geben. Und unser Ansatz war ja auch eben, die Akteurinnen und Akteure mehr ins Rampenlicht zu rücken, die ja leider zu Unrecht immer noch oft viel zu wenig Aufmerksamkeit für ihre Arbeit erfahren. Und die möchte ich Ihnen jetzt der Reihe nach vorstellen. Er, unser erster Gast, hier gleich neben mir, er studierte Literaturübersetzen in Düsseldorf und er sorgt dafür, dass wir sowohl die Beach Boys, amerikanische Präsidentschaftskandidaten, als auch Whistleblower auf Deutsch lesend leicht verstehen können. Herzlich willkommen, Frank Saalberger. Vielen Dank. Frank Saalberger ist studierter Literaturübersetzer. Er arbeitet seit 1997 hauptberuflich als freier Untertitler. Hinzu kommen aber auch Übersetzungen in den Bereichen Drehbuch, Synchron und Voice-Over. Zu seinen Projekten zählen Filme von Roman Polanski, von Wim Wenders, Michael Moore und den Coen-Brüdern. Seit 2013 hält Frank Saalberger auch Vorträge zum Thema Untertitlung. Er ist Mitglied im VDÜ und auch im Untertitelforum. Und in jüngerer Zeit hat er solche Filme untertitelt, die sicherlich viele von Ihnen gesehen haben, wie The Dinner von Oren Movermann, Love and Mercy von Bill Pollard, 12 Years a Slave von Steve McQueen, The Ides of March von George Clooney oder auch den Dokumentarfilm Citizen 4 von Laura Poitras. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Frank Saalberger. Ja, bedanke mich für die Einladung. Ja,
Dann gleich auf der anderen Seite hier neben mir sitzend. Ich freue mich sehr, dass sie da ist heute Abend. Ja, um ihre ganz bekannte Stimme vorzustellen, da brauche ich eigentlich nur einen Zauberspruch zu sagen. Zum Beispiel, ene mene mai, flieg los, Kartoffelbrei, Hex, Hex. Bei Männern funktioniert es nicht. Ich glaube, uns fehlt das Geräusch, uns fehlt der Effekt aus dem Hörspiel. Den haben wir uns jetzt aufgespart für heute Abend. Herzlich willkommen, Susanna Bonasewicz. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Susanna Bonasewicz absolvierte eine dreijährige Schauspielausbildung bei Professorin Marliese Ludwig in Berlin. Sie synchronisiert seit 1977 neben zahlreichen anderen Produktionen als Feststimme unter anderem Sissy Spacek, Isabelle Huppert, Isabella Rossellini und Fran Drescher. Seit 1979 begeistert sie kleine und große Hörspielfans als Sprecherin von Bibi Blocksberg. Und das war natürlich ein Hexspruch, ein Zauberspruch von Bibi Blocksberg. Seit 1992 arbeitet sie auch als Synchronregisseurin. Unter anderem hat sie die Synchronregie übernommen für Bridget Jones am Rande des Wahnsinns, Happy End mit Hindernissen, Ein einziger Augenblick, Sex and the City, der Film oder auch die Sherlock-Holmes-Reihe. Susanna Bonasewicz ist auch Dialogbuchautorin für Synchrondrehbücher, unter anderem für Verstehen Sie die Belliers, A Bigger Splash, Philomena und auch den Film natürlich, den wir heute Abend sehen werden, Die Gärtnerin von Versailles. Sie ist Vorstandsmitglied im Berliner Synchronverband Die Gilde e.V. und 2009 wurde sie ausgezeichnet mit der Silhouette in der Kategorie Lebenswerk Synchronschauspielerin. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Susanna Bonasewicz. Sie achtet darauf, dass den großen Figuren im Kino die passenden deutschen Worte in den Mund gelegt werden. Hannibal Lecter ebenso wie Florence Foster Jenkins. Großen freundlichen Riesen genauso wie kleinen schüchternen Chorknaben. Herzlich willkommen, Claudia Leinert. Ja, danke. Claudia Leinert studierte Kommunikations- und Theaterwissenschaft mit Schwerpunkt Film an der LMU in München. Nach Stationen als Dubbing-Managerin bei Columbia TriStar Filmverleih, gehört heute zu Sony, und als stellvertretende Geschäftsführerin bei Cinemathek in Hamburg ist sie seit 1995 Post-Production- und Synchron-Supervisorin bei Constantin Filmverleih in München. Im Laufe der Jahre betreute sie hier viele internationale Projekte, darunter auch solche, die Filmgeschichte geschrieben haben. Zum Beispiel eben Das Schweigen der Lämmer, Seven, Die Kinder des Monsieur Mathieu oder auch in letzter Zeit Florence Foster Jenkins oder BFG, Big Friendly Giant. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Claudia Leinert. Und zu guter Letzt, last but not least, hier aus dem eigenen Haus Andreas Beilharz, ohne dessen Arbeit die Leinwand, die im Moment noch durch den Vorhang verschlossen ist, leer bleiben würde. Bei seiner Arbeit steht Andreas Beilharz ganz häufig vor der Fassungsfrage, was auswählen, Originalfassung ohne Untertitel, untertitelte Originalfassung oder Synchronfassung. Andreas Beilharz aus der Kinoprogrammabteilung des Deutschen Filmmuseums, herzlich willkommen. Andreas Beilharz absolvierte ein Magisterstudium der Theater- und Medienwissenschaft mit Schwerpunkt Film und der Wirtschaftswissenschaften in Erlangen. Er war nebenbei für Print- und Online-Publikationen filmjournalistisch tätig. Seit 2007 ist er in der Kinoprogrammarbeit aktiv, zunächst beim E-Werk Kino in Erlangen, ab 2008 vor allem bei der Kinokooperative Fürth und dem Comkino in Nürnberg. Zudem begründete Andreas Beilharz und leitete er mehrere kleine Filmfestivals in Nürnberg. In Fürth und Nürnberg war er jeweils auch für die vereinseigenen Filmkopiensammlungen zuständig und bei deren stetiger Erweiterung häufig mit der Frage konfrontiert, inwieweit Sprach- und Synchronfassungen ein Kriterium bei der Übernahme in die Sammlung sein sollten. Seit 2016 ist Andreas Beilharz in der Kinoabteilung des Deutschen Filmmuseums und bereichert also seit letztem Jahr hier auch die Frankfurter Kinokultur. Auch hier gehört die Frage, ob untertitelte oder synchronisierte Fassungen gezeigt werden, ständig zur täglichen Programmarbeit, wobei das Filmmuseum normalerweise versucht, nach Möglichkeit untertitelte Originalfassungen zu zeigen. Herzlich willkommen, Andreas Beilharz. Ja, Susanna Bonasewicz, Fran Drescher, die Nanny, Carrie Fisher in Star Wars, Isabelle Huppert, Isabella Rossellini und Bibi Blocksberg, all das gleichzeitig zu sein, wie fühlt sich das an?
Naja, nicht wirklich gleichzeitig. Also schon nacheinander, aber es fühlt sich sehr gut an. Es macht einfach Spaß, so viele, ich bin ja Schauspielerin und so viele verschiedene Rollen spielen zu können, zu dürfen. Das war eben auch beim Synchronen. Ich hätte nie in meinem Leben auf der Bühne Madame Bovary gespielt. Glaube ich nicht, vielleicht schon, aber gut. Es ist einfach ein wunderbarer Beruf, den ich da habe, und ich bin sehr glücklich damit. Also Sie arbeiten ja jetzt nicht nur als Synchronschauspielerin, haben da schon ein großes Repertoire, auf das Sie blicken können, ganz verschiedene Charaktere, ganz verschiedene Rollen, sondern eben neben dem Schauspiel auch noch als Dialogbuchautorin und Synchronregisseurin. Haben Sie da eine Lieblingsaufgabe unter diesen verschiedenen Aufgaben? Nein. Ganz ehrlich, nein. Es macht einfach alles Spaß und hat alles. Es sind natürlich Herausforderungen. Gut, als Schauspielerin, wenn ich spreche, wenn ich eine Rolle spreche, dann habe ich natürlich nicht die Verantwortung, die ich als Regisseurin habe zum Beispiel. Insofern ist das Sprechen vielleicht eine etwas leichtere Aufgabe. Aber sonst macht alles drei Spaß. Und es ging los, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dem Schauspiel. Das heißt, danach kam erst dann die Tätigkeit auch als Regisseurin und als Dialogbuchautorin. Gab es da so ein Initiationserlebnis oder wie kam das? Wir haben ja damals auf großen Leinwänden synchronisiert. Und wir hatten immer im Atelier einen riesen, also wie hier eben auch, es sein wird, eine große Leinwand, und haben in den Studios gestanden, und plötzlich kamen in die Ateliers kleine Fernseher, so in der Größe ungefähr. Und wir sollten synchronisieren auf diese kleinen Fernseher. Und ich muss gestehen, ich habe mich damals ein wenig aus der Branche rauskatapultiert, dadurch, dass ich gesagt habe, ich synchronisiere nicht auf so einen kleinen Fernseher. Habe dann auch zeitweise in einer Galerie gearbeitet und habe andere Dinge getan, bis Joachim Kunzendorf, der mich damals auch zu meiner ersten Synchronrolle gebracht hatte, die Spitzenklöpplerin, bis Herr Kunzendorf gesagt hat, jetzt machst du mal ein Synchronbuch. Und ich dachte, wie, ich mache jetzt mal ein Synchronbuch. Also ich habe dann bei ihm zugeguckt und habe mich dann, damals gab es noch die schönen großen Schneidetische und die 35mm Kopien, gestochen scharf, und habe mich dann an meinem ersten Synchronbuch versucht. Habe für ihn geschrieben, er hatte damals eine eigene Firma, und es ging gut, es hat Spaß gemacht. Er hat mir gesagt, was falsch ist, was richtig ist, was ich anders machen soll, und genauso war es auch bei der Regie. Er hat gesagt, so, du machst jetzt hier Regie. Ich habe gedacht, nein, ich mache jetzt keine Regie. Wie geht das? Das geht gar nicht, weil ich sollte einen Film machen, Mrs. Lamberts letzte Reise, mit den wunderbaren Schauspielern Bettina Schön und Wolfgang Völz. Und das waren, als ich junge Schauspielerin war, waren das Schauspieler, wo ich immer neben denen stand und gedacht habe, boah, so möchte ich auch werden. Und jetzt sollte ich da plötzlich Regie führen, und ich dachte, nee, das geht nicht, nein, das kann ich nicht. Ich hatte allerdings das Dialogbuch geschrieben, und Herr Kunzendorf meinte, das musst du jetzt machen, weil es ist kein anderer da. So. Dann bin ich also ins Atelier gefahren mit Magenschmerzen, und mir ging es so schlecht, und ich dachte, nein, das kann ich nicht. Ich kann doch Herrn Völz nicht sagen, wie er eine Rolle spielen soll. Das geht nicht. Gut, ich bin hingefahren mit Magenschmerzen, wie gesagt, und mir ging es ganz schlecht. Ich war auch, glaube ich, käseweiß, und kam dann ins Atelier, und dann lief der erste Take, und dann war es da. Weil ich kannte den Film in- und auswendig, ich wusste, was ich tat. Herr Völz hat ab und zu auch mal 15 Aufnahmen gemacht, und ich war den beiden sehr, sehr dankbar. Sie waren super, und es war einfach für mich, ja, der Sprung ins kalte Wasser. Wusste er denn vorher, dass das Ihre erste Regie war? Ja, das wussten sie beide. Okay. Und wie hat er darauf reagiert, oder wie haben beide darauf reagiert? Ich glaube, sie haben sehr abwartend reagiert, weil wenn da hinten natürlich jemand sitzt, der keine Ahnung hat, dann ist man als Schauspieler auch nicht mehr freundlich. Das weiß ich, und das wussten die beiden natürlich auch, und offensichtlich habe ich es aber dann so gemacht, sie waren trotzdem sehr freundlich zu mir. Also es ist alles gut gegangen. Immer. Claudia Leinert, Dubbing-Supervisorin, wie kann man sich die Aufgaben einer solchen Arbeitsbezeichnung vorstellen? Wie sieht das aus? Ja, das ist eigentlich ein sehr vielseitiger Job, sage ich mal, weil
Es geht nicht nur jetzt um die Übersetzungskontrolle, sondern also man ist ja die erste Person in diesem synchronen Ablauf, die den Film sieht, meistens noch in einem sehr rohen, unfertigen Zustand. Und dann muss man sich eben Gedanken machen, wem vertraut man dem Film an, ne? Und es ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man halt die richtigen Leute zusammenbringt für so einen Film. Also je nach Thema guckt man dann, wer hat schon was Ähnliches gemacht oder ja, wer hat dafür ein Faible für das Thema und so. Dazu holt man sich vielleicht auch schon mal eine Synchronfirma und beratschlagt dann, wer das machen könnte. Das ist jetzt mal so die Idealform. Im Alltag ist man noch ganz anderen Zwängen. Also Zeitdruck zum Beispiel ist ein Riesenthema. Es wird auch immer mehr. Und ja, man muss dann so ein Team zusammenstellen und meistens dann eben auch schon, bevor man den Film eigentlich gesehen hat. Also wenn ich einen bestimmten Regisseur haben möchte für ein bestimmtes Thema, dann kommt es vor, dass ich den ja vorher ansprechen muss, weil er sonst keine Zeit hat. Also so sieht es einfach aus, ne? Also Zeitdruck ist auf jeden Fall ein Thema, was wir auch noch ansprechen wollen, auch überhaupt die Rahmenbedingungen, unter denen die Arbeit stattfindet. Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Ihr Verleih Konstantin kauft einen Film ein und ja. Sie bekommen dann die Nachricht und machen sich sofort Gedanken, wen setze ich an die Untertitel und wen setze ich an als Synchronregisseur? Also Untertitel jetzt weniger, weil da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so aus. Die Herren und Damen kenne ich meistens persönlich überhaupt nicht, von denen weiß ich auch nicht so viel. Da überlässt man das dann der jeweiligen Firma, die man beauftragt und fährt da eigentlich auch ganz gut. Also beim Synchron ist es halt was anderes, ne? Das muss man schon mit sehr viel Fingerspitzengefühl daran gehen, weil es kann ja auch nicht jeder Sprecher mit jedem Regisseur, also da gibt es so verschiedene Internas, dass manche Regisseure sagen, nein, mit diesem Schauspieler oder Sprecher kann ich überhaupt nicht, der muss dann umgesetzt werden. Und um das alles dann schon zu vermeiden, stellt man dann halt das Team dementsprechend zusammen. Keine Ahnung. Ja, also da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, die man einfach berücksichtigen muss. Und ja. Aber im Idealfall hat man dann eben als erstes einen Regisseur ausgewählt, der dann auch das Dialogbuch schreibt, idealerweise. Das ist auch nicht immer der ein und derselbe Mensch, sondern es wird ja auch aufgeteilt. Und mit dem bespricht man sich dann halt, wie man weiter vorgeht bezüglich Besetzung, in welche Richtung die Übersetzung, also ja, der ganze Stil gehen soll. Und ich hatte jetzt kürzlich ein Projekt, von dem ich eigentlich dachte, das kann man nicht synchronisieren. Ich habe auch meiner Firma gesagt, bitte lass uns nur Untertitel machen, weil das wird eine Katastrophe. Der Film kam 2 Monate, bevor er ins Kino gehen sollte oder musste, auf mich zu. Und ich habe gesagt, das ist unmöglich. Der hat 2,5 Stunden... ist dieser Film lang, wie soll das gehen, woher soll ich die Leute jetzt nehmen und so. Was war das für ein Film, jetzt haben Sie uns sehr neugierig. All Eyes on Me über den Rapper Tupac Shakur, und das ist sowieso ein Thema, wo man einfach sagt, also wie soll man diesen Afro-Slang bitte ins Deutsche übersetzen. Aber wir hatten wieder mal unendliches Glück und alles hat sich wunderbar gefügt, muss ich sagen. Wir hatten plötzlich ein Team aus lauter Menschen, die ihr zweites Standbein im Hip-Hop hatten. Regisseur, Übersetzer, also alle, Autor. Und für die war das so eine Freude und so eine Ehre, auch diesen Film bearbeiten zu dürfen. Menschen haben Tag und Nacht mit vollstem Einsatz dafür gearbeitet, dass dieser Film gut synchronisiert wurde. Und er ist es wirklich geworden. Also ich muss das wirklich eingestehen. Vielleicht haben einige von Ihnen den Film auch gesehen und können sich nachher in die Diskussion einbringen mit Ihren Rückmeldungen zu der Fassung. Andreas Beilharz, wo kommen denn bei einem Filmmuseum überhaupt Untertitel und Synchron ins Spiel und wie sieht das so in der praktischen Arbeit aus im Alltag?
Ja gut, wir haben natürlich immer grundsätzlich, wenn wir rein konzipieren, Retrospektiven, wir zeigen ja vor allem historische Filme auch, ja, die Frage, wie kriegt man über Filme überhaupt her, in welchen Formaten, Fassungen? Also als Filmmuseum hätten wir eigentlich die Maxime natürlich, wir zeigen den Film so, wie er gedreht wurde, Originalformat, Originalfassung, also ältere Filme meistens 35 mm oder neuere Filme digital, Originalfassung. Da ist aber dann schon die Frage, deutsche Fassung, gar kein Problem, verstehen dann die Leute, das Publikum hier. Englische Fassung meistens auch. Da ist es zwar auch schon so, dass man öfters mal merkt, dass Untertitel auch zusätzliches Publikum bringen kann oder nochmal andere Leute erreicht, aber das ist auch vertretbar, dass man die zeigt, aber alle anderen Sprachen, da stellt sich natürlich schon die Frage, ja, was macht man? Und es gibt da durchaus auch Radikalpositionen, also früher Peter Kubelka im Österreichischen Filmmuseum, der Mitbegründer und langjährige Leiter, hat zum Beispiel gesagt, ein Film darf grundsätzlich weder durch Synchronisation, Einsprache, Untertitelung verändert werden, also ein puristischer Ansatz, dass man sagt, der Film wird so gezeigt, wie er existiert, also auch japanische, französische Filme einfach gezeigt, ohne Untertitel. Man hat dann vielleicht noch vorher Dialoglisten oder Inhaltszusammenfassungen ausgelegt. Also das ist sozusagen die eine Seite, so dass man dann ganz puristisch sagt, wir zeigen das Original in der originalen Form, wir tasten es nicht an. Also auf die Gefahr hin, dass Herr Kubelka selbst dann auch den Film nicht versteht auf der Sprache. Auf die Gefahr hin, ja. Also, gut, er ist auch sehr auf experimentellen Filmen auch so fokussiert gewesen, wo natürlich oft auch Dialog dann nicht so die große Rolle spielt. Im narrativen Film, also ja, es gibt natürlich auch Filme, die viel mit Dialog spielen, natürlich auch experimentelle Filme, aber oft ist es natürlich ein sehr visuelles Herangehensweise bei diesen Filmen, ja. Aber bei uns ist natürlich jetzt dieser radikale Ansatz. Also hier hat mein Kollege Günther auch erzählt, früher liefen auch mal französische Filme durchaus ohne Untertitel, haben auch ein Publikum gefunden, ist allerdings natürlich auch zu berücksichtigen. Damals hatte man nicht dann die leichten Alternativen, dass man gesagt hat, okay, ich gucke mir jetzt nicht, ich will den Untertitel oder synchronisiert anschauen, ich gucke ihn woanders an. Das ging ja damals nicht so leicht. Oder nicht, man musste dann warten, bis er mal vielleicht im Fernsehen lief oder woanders. Aber man hat ja nicht diese Möglichkeiten, dass man da, deswegen wäre das heute, glaube ich, kaum noch vertretbar, dass man einen Film jetzt auf Französisch ohne Untertitel zeigt. Ja, dann stehen wir natürlich vor der Frage, wie machen wir das? Also Englisch eben, wie gesagt, kann man meistens ohne Untertitel zeigen, machen wir, wenn es geht, auch gerne mit. Alle anderen Sprachen haben wir dann schon den Ansatz natürlich, dass wir möglichst eben das Original belassen und dann Untertitelung wählen, weil es für uns dann doch noch die originalgetreueste Form einerseits ist, andererseits natürlich, aber auch wir natürlich als auch Filmmuseum und kommunales Kino, ehemaliges kommunales Kino, den Ansatz haben, wie den kommunalen Kinos vertreten, andere Filme anders zeigen. Und natürlich Synchronfassung ist ja in Deutschland doch eben der Standard und sehr verbreitet. Und da haben wir natürlich auch eine Komplementärfunktion, dass wir eben das zeigen, was man woanders nicht so leicht sehen kann. Eben einerseits historische Filme, aber eben auch Filme in Originalfassung, auch Filme eben aus Ländern, die sonst nicht so repräsentiert sind. Deswegen ist es natürlich auch eben wichtig aus diesem Gesichtspunkt schon. Und gleichzeitig eben schon eben auch der Gedanke der Originalfassung, dass man eben zumindest, auch wenn es natürlich eben schon, deswegen der Verweis auf Kubelka, so oder so, also muss man sich auch im Klaren sein, auch Untertitelung ist natürlich ein Kompromiss. Genauso wie Synchronisation, wie Einsprache. Es gibt ja zum Beispiel auch, sitzt zum Beispiel nächste Woche hier das Lukas Filmfestival für junge Filmfans, für Kinder und Jugendliche, da werden zum Beispiel viele Filme dann mit Einsprache, also einerseits zwar im Original gezeigt, aber dann die Dialoge dann mit Einsprache live sozusagen, was auch bei der Berlinale bei den Kinderfilmen praktiziert wird, ist auch natürlich eine Möglichkeit. Ja, sehe ich allerdings auch sehr skeptisch. Also bei uns ist eigentlich schon die Untertitelung dann schon die bevorzugte Variante bei Filmen, die eben nicht deutsch- oder englischsprachig sind. Aber es ist natürlich dann auch mal der Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Also theoretisch eben würde man sagen, man hat jetzt einen Film aus den 60er Jahren, man zeigt eben eine schön gut erhaltene Originalkopie in der Originalsprache. Aber das ist natürlich nicht immer eben verfügbar. Das ist bei Filmen, die 50, 60 Jahre alt sind, fängt es dann eben an, wie sind die überhaupt überliefert. Wo bekommt man sie her? Oft gibt es die Verleiher nicht mehr, dann muss man Archive konsultieren. Oder es gibt eben keinen deutschen Verleiher, da muss man internationale Weltvertriebe. Dann gibt es restaurierte Fassungen, wie in welchen Untertitelfassungen, Sprachfassungen, Formaten, die sind die verfügbar. Also dann tut sich da plötzlich ein großes Spektrum auf oder man ist dann auch eben einfach darauf angewiesen, was gibt es. Oder muss auch abwägen, macht es zum Beispiel, kann man es irgendwie verantworten, dass man irgendwie aus den USA einen wahnsinnig teuren eine Fassung holt, während man zum Beispiel hier viel günstiger eine andere Fassung kriegen würde, die jetzt nicht so viel schlechter wäre und vielleicht aber dann eben zum Beispiel keine Untertitel hat oder doch Untertitel hat oder synchronisiert ist. Und da ist natürlich dann manchmal schon die Abwägung, was ist wie verfügbar, was ist wie finanzierbar auch. Das sind so das. Wie kommt es denn zum Beispiel, also ich habe hier auch schon Filme gesehen, die
zweisprachig untertitelt waren, also zum Beispiel Deutsch und Französisch, oder auch in der Technicolor-Reihe mal vor ein paar Jahren spanisch untertitelte Filme, wobei der gesprochene Dialog Englisch war. Wie kommt sowas? Ja, das kommt natürlich dadurch, dass man eben bestimmte Filme eben im Ausland holen muss, weil sie in Deutschland nicht verfügbar sind. Auch oft dann eben nicht in zum Beispiel in England, wo es natürlich gängig ist, dass man einen englischsprachigen Film auf Englisch ohne Untertitel hätte, sondern oft ist man dann darauf angewiesen, wo kriegt man den Film überhaupt her? Bei einem seltenen Film, der eben nicht unbedingt auch weder digital noch analog in der Fassung irgendwo näher greifbar ist. Und dann muss man eben auch in Archive und Verleiher konsultieren, weit im Ausland. Und dann gibt es natürlich Länder eben wie zum Beispiel Schweiz, die Deutsch und Französisch immer untertiteln, weil es einfach die zwei gängigen Sprachen dort sind. Für uns natürlich einerseits gut, weil wir dann wirklich deutsche Untertitel auch haben, was natürlich super ist. Und das ist meistens die obere Untertitelzeile, von daher auch jetzt nicht so gravierend störend. Es gibt natürlich aber auch Länder wie Luxemburg zum Beispiel, wo es dann Niederländisch und Französisch die meistens die Untertitel sind, oder Finnland, wo dann Finnisch und Schwedisch, oder Spanisch, eben gut, das ist Spanisch, aber das nimmt man dann in Kauf und sagt, man kriegt dafür den Film in einer schönen Kopie, in der Originalsprache. Dann kann man sagen, es sollte nicht überhand nehmen, weil das bringt natürlich dem meisten im Publikum in Frankfurt jetzt wenig, ob es eine französische Untertitelspur oder eine spanische, aber wenn man dafür eben wenn man den Film überhaupt in einer guten Version herbekommt, und englischsprachig, die dann auch die Leute verstehen, dann ist es meistens so vertretbar, wenn es eben nicht zum Regelfall wird. Und gab es auch schon so Erlebnisse, Höhe und Tiefpunkte im Einsatz mit bestimmten Sprachfassungen? Also ich höre so ein bisschen raus, es ist manchmal eben auch ein Kompromiss, man hätte gerne eine bestimmte Fassung, aber die ist vielleicht nicht auf dem Markt verfügbar oder ist nicht bezahlbar. Man entscheidet sich für eine Sprachfassung und stellt dann hinterher fest, oh, wir hätten uns vielleicht doch lieber für eine andere Fassung entschieden, sei es jetzt Synchron oder Untertitelung. Ja, gut, wir haben natürlich auch, was ist angesprochen, das Technicolor-Reihe, wo es natürlich wichtig war, dass man Kopien zeigt, die im Technicolor-Druckverfahren produziert wurden, zeigt. Da zum Beispiel eine Fassung aus dem finnischen Archiv gezeigt, Red Shoes, der dann wirklich finnisch und schwedische Untertitel hatte. Und da war es auch so, weil es die Kopie aus den 50er Jahren war und damals waren die Untertitel noch wirklich groß und das waren dann im Endeffekt 4 Zeilen. Also man hatte wirklich große gestanzte Untertitel in den Film geätzt und das 4-zeilig, das natürlich dann schon, hatten wir jetzt so nicht erwartet und mitgeteilt bekommen. Das hätte man vielleicht sich nochmal dann überlegt, ob man doch irgendwo noch woanders eine Alternative, aber war auch schwer zu bekommen einfach. Während zum Beispiel die zweisprachigen Untertitel ab den 80er Jahren sind meistens Laseruntertitel, die dann auch viel dezenter sind. Also die stören dann auch bei weitem nicht so und überlagern das Bild nicht so stark. Aber früher die Untertitelungen, das ist natürlich auch so eine Abwägung. Untertitelungen aus den 60er, 70er Jahren sind oft auch noch viel lückenhafter, stellt man auch bei Deutschen. In Deutschland ist ja eigentlich, glaube ich, erst so in den 80er Jahren dann wirklich auch gängig geworden, dass Filme im Verleih dann auch in untertitelten Fassungen angeboten wurden. Davor war das eher die Ausnahme oder wirklich nur dann oder exotischere Filme, die in kleinen Auflagen kamen, wo sich dann Synchronisation nicht gerechnet hat, aber es war dann einfach bei weitem nicht so gängig und oft hat man da auch sichtlich eingespart. Dann wurde man einfach ein kleiner Dialog, der jetzt nicht so relevant war, einfach gar nicht untertitelt oder in einem Satz zusammengefasst. Da gibt es dann auch eben Schwund und das kann man natürlich vorher nicht immer auch so einschätzen, wenn man die Informationen nicht hat. Jetzt sind wir schon mitten bei den Untertiteln. Frank Saalberger, Sie sind Untertitler. Wo sind Sie denn zuletzt Ihren eigenen Untertiteln begegnet und wie war diese Begegnung? Das war auf der Berlinale. Da hatte ich das Glück, mit zwei Filmen vertreten zu sein, die ich beide im Januar untertitelt habe. Das sah erst so aus, als könnte ich nur einen von beiden machen, weil die Termine miteinander kollidierten. Und es hat sich dann doch so gefügt, dass ich beide unmittelbar hintereinander machen konnte, was dann auch ziemlich sportlich war am Ende, weil dann auch noch Korrekturen zu besprechen waren, was dann alles miteinander koordiniert werden musste. Und ich habe dann im Februar auf der Berlinale, habe ich allerdings nur einen von den beiden Filmen gesehen, den einen hatten Sie eben schon angesprochen, The Dinner mit Richard Gere als, kandidiert fürs Gouverneursamt. Und sein Bruder, der Schauspieler, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der eigentlich noch die interessantere Figur in dem Film ist, weil er manisch-depressiv ist, was in dem Film auch deutlich dargestellt wird. Der Film war sehr intensiv, der hatte Überlänge, glaube ich, auch, und es war ein Kammerspiel, kann man sagen, das eigentlich nur aus Dialogen bestand.
sodass es also für mich sehr arbeitsintensiv war. Wobei ich diesen Film dann auf der Berlinale verpasst habe. Ich bin dann erst einen Tag nach der Premiere in Berlin gewesen, habe dann aber den zweiten Film, den ich untertitelt hatte, noch sehen können. Das war Viceroy's House. Ich glaube, der deutsche Titel ist Der Stern von Indien. Da geht es um, also spielt im Jahr 1947 in Neu-Delhi. Es geht um die Zeit, als die Briten aus Indien abgezogen sind und die Macht sozusagen in die Hände der Inder gelegt haben. Und als dann das Land geteilt wurde in Indien und Pakistan, das war dann wiederum eine völlig andere Herausforderung. War dann auch mit viel Recherche verbunden über die historischen Zusammenhänge. Und den Film konnte ich dann, also da konnte ich die Premiere dann auf der Berlinale sehen, in Anwesenheit der Regisseurin Gurinder Chadha, die in Deutschland, glaube ich, vor allem bekannt ist durch den Film Kick It Like Beckham. Und die Regisseurin war anwesend und auch mehrere Hauptdarsteller. Und die Regisseurin hat, ich glaube, einen Tag später auch noch an einer Veranstaltung teilgenommen, wo man sie dann im Interview erleben konnte, was dann auch nochmal eine schöne Ergänzung war. Also insofern ist für mich die Berlinale auch immer eine schöne Gelegenheit, dann sowohl manchmal eigene Untertitel als auch dann natürlich ganz viel anderes an Filmen zu sehen. Wie lange dauert denn die Arbeit an einem Film? Kann man das mal so über den Daumen peilen? Also über den Daumen gepeilt eine Woche bis 10 Tage. Also 10 Tage bedeutet dann, dass ich mir den Luxus leisten kann, das Wochenende vielleicht nicht durchzuarbeiten. Aber also es ist dann oft nur wirklich eine Woche. Und wobei es dann auch je nach Planung bei den Kunden sein kann, dass also das Projekt schon meinetwegen 3 Wochen vorher angekündigt wird oder 4 Wochen vorher. Ich glaube, das Thema Zeitdruck wird uns alle noch beschäftigen. Also selbst wenn die Ankündigung 3-4 Wochen vorher kommt, ist noch immer nicht gesagt, dass dann zu dem angekündigten Termin auch das Arbeitsmaterial wirklich da ist. Also das kann sich dann mal um 1-2 Tage verschieben, es kann sich auch mal um 1 Woche verschieben. Und die Kunden möchten natürlich dann trotzdem gerne, dass man den Abgabetermin einhält, denn die Kinostarttermine sind ja festgelegt, mehr oder weniger. Und insofern muss man da schon sehr, sehr flexibel sein. Also ja, eine Woche bis 10 Tage, also wenn man mal 2 Wochen hat, ist das schon Luxus. Und also ein bisschen mehr Zeit hilft immer, also auch wenn man den Film mal, wenn man mit der Rohfassung fertig ist, mal 1-2 Nächte liegen lassen kann und dann nochmal mit frischem Blick draufschauen kann, dass einem Dinge auffallen, die einem vorher nicht aufgefallen sind, weil man einfach irgendwann betriebsblind wird beim Übersetzen, beim Untertiteln. Insofern ist Zeit immer ein wichtiger Faktor für die Qualität auch. Da stellt sich natürlich so die Musterfrage, was ist denn für Sie als Untertitler eine gute Untertitelfassung? Was sind da die Kriterien? Ja, also gute Untertitel sollten gut lesbar sein. Das klingt banal, aber das ist oft gar nicht so leicht zu bewerkstelligen. Denn der Mensch spricht schneller, als er lesen kann im Allgemeinen. Und das heißt, als Untertitler müssen wir fast immer kürzen. Und also wenn ich mal im privaten Umfeld oder auf irgendeiner Party erzähle, ich mache Filmuntertitel, dann werde ich oft mit Erlebnissen konfrontiert von Kinozuschauern, die irgendwann mal eine untertitelte Filmfassung gesehen haben und die mir dann sagen, ja, da stand aber was ganz anderes als das, was sie eigentlich gesagt haben. Oder das ging ja so schnell, das konnte man in der kurzen Zeit alles gar nicht lesen. Und das ist eben die Kunst, die Untertitel oder die Übersetzung so aufzubereiten, dass sie wirklich auch in der Kürze der Zeit
gelesen werden kann. Denn die schönste Übersetzung nützt nichts, wenn der Zuschauer nicht genug Zeit hat, sie in 3 Sekunden oder 5 Sekunden zu Ende zu lesen. Und insofern arbeiten wir da in einem sehr engen Korsett. Und eine Kollegin von mir hat es auf der Berlinale auch mal als Zwangsjacke bezeichnet. Aber also, wenn man sich in dieses Korsett einmal eingearbeitet hat, also das sind zwei Zeilen, circa 40 Zeichen meistens. Und damit arbeiten wir und damit versuchen wir also so gut wie möglich den Dialog rüberzubringen. Und also nur um es mal zu verdeutlichen, wenn ein Untertitel wirklich aus 2 vollen Zeilen besteht, dann sollte er üblicherweise 5 Sekunden stehen bleiben, damit die Zuschauer ihn auch wirklich lesen können. Und insofern muss man dann oft die Dialoge, also gerade wenn durcheinander gesprochen wird, das ist dann immer der Albtraum des Untertitlers, wenn 3 Leute gleichzeitig reden, dann muss man sich irgendwie für eine Person entscheiden, die man untertitelt. Und es gibt also einige goldene Regeln beim Untertiteln, die aber teilweise auch miteinander kollidieren und in Widerspruch zueinander stehen. Zum Beispiel sollte ein Untertitel nach Möglichkeit nicht über einen Bildschnitt hinaus stehen bleiben, weil einfach das Auge unwillkürlich nach dem Bildschnitt oder das Gehirn denkt, da hätte jetzt auch ein neuer Untertitel angefangen. Und deshalb versucht man also, die Untertitel nach dem Bildschnitt auch zu timen. Und je schneller die Filme aber geschnitten sind, umso unmöglicher wird es, diese Regel immer einzuhalten. Deshalb behilft man sich dann damit, dass man dann auch mal über einen Schnitt hinaus oder über 2 Schnitte hinaus den Untertitel stehen lässt, um ihn dann mit dem 3. Schnitt wieder auszublenden, damit man dann einen sauberen Abschluss hat. Da gibt es schon eine erste Frage. Ja. Wir haben ein Saalmikrofon. Das kommt zu Ihnen. Wir sind gespannt auf Ihren Beitrag. Ja, gerne. Halten Sie das Mikro ruhig so wie ich, so 5 cm. Können Sie denn Ihre Ideen am Bild kontrollieren? Was haben Sie vor sich, wenn Sie diese verfassen? Haben Sie da so einen kleinen Fernseher und können die Szene für Szene und das dann sehen, ob das reinpasst oder nicht? Also ich bekomme den kompletten Film als Videodatei. Und ich arbeite mit einem professionellen, mit einer professionellen Untertitelsoftware, die heißt Easy Titles. Es gibt auch andere Programme. Und ich importiere dann die Videodatei in dieses Programm und kann dann ganz komfortabel hin und her spulen und kann jede beliebige Stelle des Films ansteuern. Kann in Echtzeit in den Film abspielen, kann aber auch mit Einzelbildfortschaltung arbeiten. Und mir wird am unteren Rand des Bildschirms wird mir auch der Ton grafisch angezeigt. Das heißt, in Form einer Kurve, die je nach Lautstärke mehr oder weniger stark ausschlägt, sodass ich genau erkennen kann, wann eine Person anfängt zu sprechen. Es sei denn eben, es sprechen mehrere durcheinander, dann sieht man es in dieser grafischen Darstellung auch nicht mehr richtig, wer da gerade spricht. Und es werden mir die Bildschnitte grafisch angezeigt, in Form von senkrechten Strichen, sodass ich also, wenn ich den Film abspiele, schon sehen kann, in 3 Sekunden zum Beispiel ist der nächste Schnitt und 2 Sekunden später ist dann schon wieder einer. Sodass ich dann schon besser das Timing oder Spotting, wie wir sagen, das Spotting der Untertitel planen kann. Es ist natürlich, also das ist eigentlich auch das, was mir an der Sache Spaß macht, dass es eine Mischung ist aus Übersetzung und aus einer gewissen handwerklichen Arbeit, eben diese Frickelei mit dem Spotting. Das muss man mögen, also ich musste mich da auch erstmal dran gewöhnen.
Und also wenn ein durchschnittlicher Spielfilm von 90 Minuten Länge vielleicht 900 oder 1000 Untertitel hat, dann muss man im Prinzip bei jedem einzelnen Untertitel wieder überlegen, wie positioniere ich den jetzt? Packe ich zwei Sätze in einen Untertitel oder mache ich daraus zwei Untertitel? Oder wenn ich, also schwierig sind Bandwurmsätze, die ich dann auf zwei, drei Untertitel aufteilen muss, mit Bauchschmerzen auch schon mal auf vier Untertitel, wobei das dann schon wieder schwierig wird für die Zuschauer, denn dann hat man vielleicht am Ende des Satzes schon vergessen, was im ersten Untertitel stand. Also da ist es dann manchmal auch sinnvoller, einfach mal zwischendurch einen Punkt zu machen, wo im Original nur ein Komma war. Also es sind also ganz, ganz viele Dinge, die man da berücksichtigen muss. Beantwortet das Ihre Frage? Wunderbar. Sie können sich gerne ab sofort einmischen. Also wenn es Meldungen gibt, dahin gibt es die nächste Meldung. Wunderbar, das Mikro kommt zu Ihnen. Bevor wir, da gibt es auch, ich habe sie gesehen, bevor wir Ihre Meldung dran nehmen, würde ich gerne den Punkt noch aufgreifen. Also das finde ich ganz faszinierend, was Sie gesagt haben. Auch wenn es wild durcheinander geht, sagen wir, drei, vier Personen reden wild durcheinander. Sie entscheiden sich für eine Person, die dann untertitelt wird, sozusagen jetzt die dominante Person in diesem Dialog. Das geht ja bei der Synchronisation nicht. Also ich gehe davon aus, dass Sie dann alle Stimmen einspielen müssen, mischen müssen auch. Deshalb würde ich gerne die Frage natürlich auch an Sie, auch wenn sie offensichtlich ist, noch stellen aus Sicht der Synchronschauspielerin, Dialogbuchautorin und Regisseurin. Was ist denn da eine gute Synchronfassung? Und auch an die Dubbing-Supervisorin. Also, ich glaube, wir sind uns da einig und das wurde ja auch schon ganz oft gesagt, dass wirklich eine gute Synchronisation ist, die man nicht merkt. Das ist einfach so. Wenn ich im Kino sitze und nicht darüber nachdenke, was für Stimmen ich auf welchen Schauspielern höre oder wenn ich Asynchronität sehe, dann bringt mich das sofort raus. Also alles, was ich nicht merke, ist wunderbar. Ja. Und deswegen sind wir einfach immer im Dunkeln. Also ich dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist so. Wenn ich es nicht bemerke, dass es synchronisiert ist, was selten vorkommt, nein, es kommt schon öfter vor, aber dann ist das wirklich eine gute Synchro, ja. Und wie geht es Ihnen dann, also wenn Sie sozusagen mit so einem professionellen Modus im Kino sitzen, das muss ja jetzt nicht Ihr eigener Film sein, aber in einem fremden Film, haben Sie den Eindruck, Sie kommen dann eher raus oder beobachten Sie auch, wie die Reaktion des Publikums ist, ecken die bei bestimmten Stellen an oder wie verhält sich das? Ja, also ich meine, meistens zu Beginn des Films, dann ist man da schon sehr kritisch und guckt sich das auch so alles mit seinen Fachaugen oder Ohren, hört sich das so an. Aber eben wenn man das dann nach, sage ich mal, 15 Minuten ausblenden kann und man ist voll in dem Film drin, dann ist es eine gute Synchro. Also mir geht es so, wenn es wirklich von Anfang an stimmt, dann kann ich mich auch von Anfang an in den Film reinfallen lassen und dann merke ich die Synchronisation gar nicht mehr. Es sei denn, es kommen dann irgendwelche Irritationen, dann bringt mich das natürlich raus. Aber ja, es kann ja immer mal wieder eine Stimme sein, die, also wenn man dann auch die Originalstimmen der Schauspieler kennt, was ja dann in unserem Beruf ja der Fall ist, und dann kommt da eine Stimme, die reißt einen raus. Ne? Es kann eine ganz kleine Rolle sein. Und die sind eigentlich oft die wichtigsten, also dass die Nebenrollen gut besetzt sind. Und da wird oftmals nicht genug Augenmerk drauf gelegt und das kann sich dann negativ auswirken. So, jetzt haben wir Sie ein bisschen warten lassen. Ich habe auch die anderen Meldungen gesehen, also zunächst Sie, dann Sie, dann Sie, dann Sie. Sie haben das Wort. Nochmal zu dem Herrn mit den Untertiteln. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie kein Drehbuch vorliegen haben? Es gibt doch auch bei sehr guten Sprachkenntnissen bestimmt Situationen, wo Sie einfach nicht verstehen, was da gesagt wird. Ja, doch. Also der Normalfall ist, dass wir auch ein Skript bekommen. Das sollte möglichst nicht das Drehbuch sein, das vor den Dreharbeiten erstellt wurde, sondern ein sogenanntes Post-Production-Skript, wo wirklich die Dialoge eins zu eins so drinstehen, wie sie auch gedreht wurden. Also oft bekommt man da auch wirklich sehr, sehr gute Skripte. Also die größeren Produktionen aus Amerika oder aus England
Da sind die Skripte eigentlich sehr gut aufbereitet. Da sind zum Beispiel dann auch Zitate kenntlich gemacht. Also wenn irgendwo Bibelzitate, Literaturzitate vorkommen. Oder es sind zum Teil auch schwierige Vokabeln erklärt, also Jargonbegriffe, Fachbegriffe. Das schwankt allerdings ein bisschen, denn also auch diese Skripte werden von Menschen erstellt und da gibt es Unterschiede. Also ich habe es auch schon erlebt, dass jemand am Anfang des Skriptes ganz eifrig fast jedes Wort erläutert hat. Und zum Ende hin wurde es dann immer weniger. Also da hat dann offenbar jemand keine Zeit oder keine Lust mehr gehabt. Oder manchmal werden ganz simple Dinge erläutert, die ich in jedem Wörterbuch finde. Und die wirklich schwierigen dann aber nicht. Aber im Großen und Ganzen werden wir da eigentlich, also wie gesagt, zumindest bei größeren Produktionen gut versorgt. Es kann sein, dass aus Termingründen dass das endgültige Post-Production-Skript noch nicht fertig ist, wenn ich anfange zu untertiteln. Dann muss ich eben auch mit einer vorläufigen Fassung, mit einer Drehbuchfassung arbeiten, die nicht hundertprozentig übereinstimmt. Und der schwierigste Fall ist tatsächlich, wenn gar nichts vorliegt. Das kommt oft vor bei Bonusmaterial für DVDs. Denn da wird ja oft einfach nur eine Videokamera draufgehalten, es wird jemand interviewt oder es filmt jemand bei den Dreharbeiten mit und da machten sich die Produzenten dann nicht die Arbeit, das hinterher noch transkribieren zu lassen. Also da sind wir dann wirklich gefordert, als Untertitler genau reinzuhören. Und das ist dann ein erheblicher Aufwand, dafür gibt es dann zwar auch einen Honorarzuschlag, der aber meistens den Mehraufwand nicht so wirklich abdeckt. So, da gab es schon die nächste Meldung. Sie haben das Mikrofon. Frau Kleinert, Sie haben die Arbeit eines Synchronisationsteams beschrieben. Ich habe eine Frage zu dem Synchronisationsregisseur. Also die Rolle des Synchronisationssprechers ist es doch sicher, nach dem Drehbuch, dem Synchronisationsdrehbuch, lippengenau den Schauspieler in der fremden Sprache nachzusprechen. Mir ist die Aufgabe des Regisseurs nicht klar. Wird da ein Film quasi ein zweites Mal mit Regieanweisungen gedreht oder was macht der? Das kann vielleicht Frau Bonasiewicz besser beantworten, aber ich kann es auch versuchen. Der Regisseur korrigiert den Sprecher einfach und beschreibt ihm. Also der Sprecher hat ja überhaupt keine Ahnung von diesem Film, wenn er ins Atelier kommt. Der hat den nie gesehen. Also manchmal, wenn er die Hauptrolle spricht, dann wird er den Film hoffentlich gesehen haben, aber im Normalfall ist das nicht, aus Zeitgründen gar nicht machbar. Und deswegen braucht er einen Regisseur, damit der ihm die Rolle erstmal erklärt, was er da überhaupt machen muss. Also es sind ja nur auch Ausschnitte des Films, die er jetzt da vielleicht spricht, vielleicht nur 20 Takes und der hat überhaupt keine Ahnung. Also er muss jemanden haben, der ihn da einführt. Und auch wenn er jetzt die Rolle schon kennt, braucht er jemand, der ihm da einfach nochmal sagt, hey, mach das mal ein bisschen langsamer oder emotionaler oder ja. Ja, es ist eigentlich genauso wie bei der Theaterregie. Es ist als Schauspieler, also ich zum Beispiel bin eine Schauspielerin, ich kann mir nicht selber zuhören. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich brauche dringend einen Regisseur, der mir sagt, das ist okay oder das ist nicht okay. Also auch im Synchron. Ich brauche dringend einen Synchronregisseur. Es gibt natürlich Schauspieler, die können sich selber zuhören. Ist die Frage, ob das so gut ist, weil sie sich dann vielleicht gar nicht so reinfallen lassen. Aber ich denke, es ist eigentlich die Aufgabe wie bei einem Theaterregisseur. Jetzt haben Sie gesagt, möglichst lippensynchron nachzusprechen. Also Sprecher finde ich auch immer problematisch im Begriff, deshalb sage ich auch lieber Synchronschauspieler. Es ist ja, ja weitaus mehr als nur nachzusprechen. Also schon alleine dieses Synchronschauspieler, wenn ich da mal etwas weiter ausholen darf. Ich bitte darum. Als ich angefangen habe zu synchronisieren, gab es nur Schauspieler, die synchronisiert haben. Es waren alles Schauspieler. Es war damals in Berlin von dem Schiller-Theater, es waren die Größten, es war Herr Bauschulte, wirklich die größten Schauspieler. So, und irgendwann
kam dieses Wort Sprecher auf, wogegen ich mich sofort gewehrt habe, weil natürlich gibt es Sprecher, aber es gibt Nachrichtensprecher, das ist ja auch nichts Schlimmes. Früher gab es noch die Ansagerinnen, die gesprochen haben, das waren aber auch keine Schauspielerinnen, wobei ich jetzt gerade erfahren habe, dass Frau Berghoff doch eine Schauspielschule besucht hat. Egal, auf jeden Fall finde ich auch heute, ist es unglaublich wichtig, dass es Schauspieler sind, die synchronisieren. Ich bin auch der Meinung, man hört es, ob es ein Schauspieler ist oder kein Schauspieler. Es gibt Ausnahmen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt wunderbare, sage ich jetzt mal, Schauspieler, die es aber eigentlich nicht gelernt haben, die aber wunderbar synchronisieren wie andere Schauspieler auch. Also insofern finde ich, diesen Synchronschauspieler ist dann schon so ein Kompromiss. Okay, damit kann ich jetzt heute auch leben. Aber ich finde, es sollten Schauspieler sein. Wir hatten noch eine weitere Meldung. Ich glaube, Sie waren zuerst. Dann Sie. Bitte, Ihre Frage oder Anmerkung. Ich hatte eigentlich die gleiche Frage, wie Sie jetzt schon gestellt haben. Aber ich würde also an Frau Bonasiewicz als Schauspielerin, ich würde dazu gerne noch fragen, wohin Sie gucken, weil es ist ja nicht wirklich ein Filmset, sondern ein Synchronisationsset. Und gucken Sie auf den Bildschirm oder gucken Sie die anderen Schauspieler an, wenn Sie zum Beispiel im Dialog sind? Und ich würde gerne auch noch danach die Frage stellen, wer sich die deutschen Titel ausdenkt. Dann sollten wir vielleicht gerade dazu noch klären, wie oft Sie überhaupt andere Schauspielkollegen anschauen können im Synchronatelier. Das ist so ein bisschen indirekt schon von Frau Leinert eben beantwortet worden. Angucken gar nicht, weil ich muss ja aufs Bild gucken. Also ich muss gucken auf die Originalschauspielerin, was sie macht, wie sie spielt. Ich gucke nicht unbedingt auf den Mund, manchmal schon. Aber auch diese Lippensynchronität, was Sie angesprochen haben, dafür ist der Schauspieler oder die Schauspielerin eigentlich nicht. Dafür haben wir noch eine Cutterin im Atelier, die guckt, stimmt das jetzt? Haut das hin? Muss das gezogen werden oder muss es nochmal gemacht werden? Jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen. Die Titel. Die Titel denken sich, glaube ich, die deutschen kommen, glaube ich, vom Verleih, vom Verleih oder von der Redaktion. Da, wir machen da Vorschläge, aber die werden... Also die werden vom Verleih festgelegt, ja. Aber das ist wirklich ein langwieriger Prozess teilweise. Da werden auch Agenturen beauftragt, dann kommen da, 100 Vorschläge und dann werden die intern nochmal durchgegangen und werden die teilweise sogar ausgetestet an potenziellen Publikum. Und irgendwann kommt man dann zu den letzten 5 und dann wird nochmal in internen Meeting, auch mit Marketing und so weiter, dann entschieden, den und den Titel meinen wir. Darf ich dazu eine Frage stellen? Ja. Hat Marketing da nicht oft das letzte Wort? Denke ich auch. Der Titel kann also, ja über Erfolg und Misserfolg entscheiden, denke ich mal. Ja, haben Sie ein Beispiel? Oder? Nö. Ja, klar. Marketing, ja, aber nicht nur. Also es ist auch Vertrieb und Vorstand und... Also wir hatten ja hier am Donnerstagabend, einige von Ihnen waren da, diesen historischen Fall Alles über Eva, den deutschen Verleihtitel, den die Sandfox hier in Frankfurt 1952 entschieden hat. Und haben dann festgestellt, dass in dem ganzen Film überhaupt keine Eva vorkommt, weil bei All About Eve von Mankiewicz in der deutschen Fassung tatsächlich diese Rolle Eve Harrington heißt und es gibt keine Eva, aber der Titel... blieb alles über Eva. Naja, ich würde aber gerne Ihren Punkt nochmal aufgreifen. Ich habe Sie gesehen, das Mikro wandert schon zu Ihnen, mit dem Schauspieler ansehen können. Ich glaube, was sich viele nicht klar machen, ist, das ist nicht nur ein Gewerbe, was im Dunkeln stattfindet, buchstäblich im Synchronatelier. Sie sind oft ungenannt, sie sind von einer Leinwand oder einem Bildschirm im Dunkeln, sondern auch, sie sind alleine im Studio, selbst in Szenen, wo sie mit anderen Schauspielern zu hören sein werden in der fertigen Fassung. Ja, mittlerweile ist es nicht nur dunkel, sondern auch sehr einsam geworden, weil man wirklich alleine vor dem Mikrofon steht. Also bei Hörspielen ist es noch ein bisschen was anderes, aber im Synchron ist es mittlerweile so, dass man nennt es X'en, dass jeder Schauspieler ge-X't wird und seine Rolle praktisch kontinuierlich spricht. Ohne einen
Dialogpartner zu haben, was dann eben auch manchmal der Regisseur ersetzen muss oder die Regisseurin, dass man demjenigen den anderen Part einspricht, damit er weiß, worauf er antworten soll. Sonst kommen manchmal abstruse Sachen zustande. Ich finde es sehr schade. Ich versuche manchmal als Regisseurin dann doch noch Schauspieler zusammen vors Mikrofon zu kriegen. Das gelingt mir auch ab und zu noch, dass Dialoge gesprochen werden können, aber es ist leider, glaube ich, fürchte ich, am Aussterben. Ist ja auch eine völlig künstliche Schauspielsituation, oder? Also wenn ich das jetzt nochmal, Sie haben gesagt, Theaterschauspiel ist es eigentlich, könnte ich mir auf der Bühne nicht vorstellen. Es ist noch eine Schwierigkeit, die eben noch dazu kommt. Jetzt ist man auch noch alleine. Das heißt, man muss sich den Dialogpartner, entweder man liest sich den Satz vorher durch oder man kriegt den vom Regisseur gesagt. Also es ist noch eine Schwierigkeit, die dazugekommen ist. Und Sie haben es aber noch anders gelernt oder anders angefangen, als Sie in Synchron eingestiegen sind? Ja. Wie war das? Können Sie das noch erzählen? Das war toll. Wir waren alle zusammen im Atelier. Es wurde damals auch noch geraucht. Man sah manchmal die Leinwand nicht mehr, weil 5 Leute vor Mikrofon standen und alle rauchten. Ja, jetzt wissen wir, warum das nicht lippensynchron war. Das war unglaublich. Man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Ich rauche heute nicht mehr. Als Sie die Prinzessin Leia gesprochen haben in den Star Wars Filmen, haben Sie noch mit den Kollegen zusammengespielt für Carrie Fisher? Ja, sehr lange noch. Und ich habe den ersten Film, an dem ich Regie geführt habe, das war der zweite Film, Passion Fish. Da waren, glaube ich, 5 oder 6 Schauspielerinnen zusammen im Atelier. Weil da gab es noch nicht die Möglichkeit der digitalen Aufnahme, das heißt des Hin- und Herfahrens, des Überprüfens, sondern da wurde alles auf Senkelband aufgenommen und da war nicht mal schnell den Anschluss hören oder nicht hören oder das war dann, und da waren dann alle Schauspielerinnen da den ganzen Tag und es war toll. Vielleicht aus Sicht der Supervisorin, wie ist das denn? Gibt es herausragende Produktionen, denen man dann nochmal diesen Luxus erlauben kann, dass im Team aufgenommen wird mit mehreren Schauspielern zusammen? Oder ist der Kostendruck und der Zeitdruck mittlerweile so hoch, dass das X'en die einzig gängige Methode ist? Ja, es ist leider in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr vorgekommen. Auch zu meinem Bedauern, weil ich das schon immer eine schöne einfach Atmosphäre auch im Atelier empfunden habe. Aber es liegt zum einen daran, der enorme Zeitdruck, auch die Verfügbarkeit von den Sprechern. Sie wollen natürlich ihre Rollen möglichst schnell absolvieren, sage ich mal. Und das lässt sich halt nur durch X'en handhaben. Ne? Also das ist sehr schwierig geworden. Sie haben sich schon lange gemeldet. Also erstmal vielen Dank. Es war bis jetzt sehr interessant. Ich würde gerne auch noch länger zuhören, vielleicht auch was drüber lesen. Gibt es eigentlich ein Buch dazu? Und ich wüsste gerne von Ihnen, Frau Bonasewicz, würden Sie auch gerne mal als reale Schauspielerin wieder arbeiten? Das würde mich interessieren. Und eine Frage an den Herrn Saalberger, wie Sie überhaupt da reingekommen sind. Ist es sehr, sehr schwierig? Ich mache ja auch Übersetzungen und ich schreibe auch Texte, bin Lektorin. Könnte ich da Fuß fassen oder ist der Markt so zu, bis zum geht nicht mehr? Und Sie sprachen auch Korrekturen an. Also was sind das? Haben Sie da Beispiele? Achso, und noch was ist mir ganz, ganz wichtig. Sie waren so begeistert von Ihren toll synchronisierten Filmen. Ich habe neulich auch einen gesehen, Hampton Park, ja, den fand ich so witzig, synchronisiert in deutscher Fassung. Ich habe eine Eintrittskarte gewonnen, muss ich sagen. Ja. Ich sonst sehr, sehr gerne in Originalversion, also hier Filmmuseum und natürlich auch in anderen Kinos. Auch jetzt im Cinema drüben in französischer Sprache. Also ich habe Sprachen studiert, von daher, ja. Also gut. Ja, vielen Dank für die Impulse. Vielleicht der Reihe nach, Frau Bonasewicz. Sie haben jetzt gesagt, Realschauspielerin? Ja, nein. Eigentlich nein. Ich muss nicht auf meine Figur achten. Ich muss nicht immer gut aussehen. Es hat alles sein Gutes. Ja, wie kommt man zum Untertiteln? Also bei mir war es damals mehr oder weniger Zufall. Ich hatte nach dem Studium erstmal angefangen, Romane zu übersetzen. Also ich hatte ja Literaturübersetzen studiert und bin dann parallel dazu in das Untertiteln reingerutscht. Ich hatte mich vorgestellt bei einer Untertitelagentur, die damals noch in Düsseldorf ihren Sitz hatte. Die ist dann später ein paar Mal umgezogen. Das war die Film- und Video-Untertitelung GmbH. Die ist inzwischen verkauft worden, ist eine Tochterfirma von FFS Synchron, also heißt jetzt FFS Subtitling. Und es ist
Also ich kann vielleicht da noch mal ein bisschen ausholen. Vor 20 Jahren oder vor 10, 15 Jahren war die Untertitelbranche auch noch ganz anders. Das war vor der großen Digitalisierungswelle, als in den Kinos wirklich noch mit Filmrollen hantiert wurde. Und als Untertitel, also wenn ein Filmverleih sich entschieden hat, einen Film untertiteln zu lassen, musste er sich dann entscheiden, lasse ich jetzt 3 oder 4 oder 5 Kopien mit Untertiteln erstellen. Und die Untertitel mussten in jede einzelne Filmkopie Bild für Bild mit einer teuren Lasermaschine eingebrannt werden. Also 24 Bilder pro Sekunde, das dauerte dann auch, ich glaube, für jede Filmkopie einen ganzen Arbeitstag. Und es gab im ganzen deutschsprachigen Raum plus Holland, glaube ich, nur eine Handvoll solcher Lasermaschinen und dementsprechend auch nur wenige Firmen, die überhaupt Kinofilme untertiteln konnten. Und das hat sich dann mit der Digitalisierung gewandelt. Dieses aufwendige Lasern ist jetzt weggefallen, dadurch, dass digital projiziert wird. Und theoretisch ist es jetzt eigentlich so, dass Kinobetreiber jederzeit entscheiden können, ob sie die Originalfassung mit oder ohne Untertitel vorführen oder die Synchronfassung. Und es gibt eben durch diese digitalen Möglichkeiten, also hat sich auch die Branche gewandelt. Es sind alte Firmen, sind verschwunden oder sind übernommen worden. Neue Firmen sind dazugekommen. Also der Markt ist im ständigen Wandel. Man kann immer versuchen, da reinzukommen. Und es ist aber es ist schwieriger geworden, davon zu leben, das muss ich sagen. Also es gibt einen großen Preisdruck und es sind, das höre ich von Kollegen, die später eingestiegen sind als ich, dass teilweise die Honorare um 50% gesunken sind. Und das macht es also schwer, das wirklich noch professionell zu betreiben. So, da gibt es eine Frage dazu, eine Nachfrage? Nee, ich wollte eine Frage an Frau Wunesewicz stellen wegen des Übersetzens. Wenn Sie einen Film haben und Ihr Buch, die Fassung haben, als Übersetzung, können Sie als Schauspielerin dann, wenn Sie sagen, das passt jetzt aber überhaupt nicht von der Lippenbewegung her, also wenn es eben mal das nicht so richtig gut war, dann das ändern? Dürfen Sie das? Bei manchen Regisseuren darf ich es, bei manchen darf ich es nicht. Ich versuche es trotzdem, aber wenn ich es nicht darf, dann ich bin einfach weisungsgebunden. Darf ich ganz kurz eine Frage stellen? Übersetzen Sie oder beziehungsweise untertiteln Sie nur Filme in den Sprachen, die Sie auch können? Oder kriegen Sie auch eine Rohübersetzung? Also inzwischen bin ich eigentlich mit der Sprachrichtung Englisch-Deutsch so ausgelastet, dass das 95% meiner Arbeit ist. Also in der Anfangszeit habe ich auch mit Rohübersetzungen gearbeitet, aus dem Tschechischen, aus dem Persischen, aus dem Ungarischen, kann ich mich erinnern. Wo ich dann mit den jeweiligen Übersetzerinnen und Übersetzern noch zusammengearbeitet habe. Ja. Also teilweise haben wir uns dann auch bei mir tatsächlich im Homeoffice getroffen und sind dann die halbfertige Version nochmal durchgegangen, um eine finale Fassung draus zu machen. Das kommt inzwischen seltener vor. Vielleicht gerade, weil das Stichwort Digitalisierung fiel, Andreas Beilharz, ist das nicht ein Geschenk auch oder eine tolle neue Möglichkeit für den Kinobetrieb, dass man nicht mehr so viele Kopien anliefern lassen muss und ganz einfach mehrere Sprachfassungen, mehrere unterschiedliche Fakturierungen sozusagen ein und desselben Films anbieten kann? Ja, es wird natürlich jetzt, also sonst wäre so eine, was wir nachher machen, diese Vorführung mit erst deutscher Fassung, dann original mit Untertiteln, wäre natürlich auch nicht so einfach möglich. So werden jetzt meistens Festplatten von neuen Filmen ausgeliefert mit Originalfassung mit Untertiteln, Synchronfassung, meistens alles drei dabei, dann ist oft eine Verschlüsselung. Je nachdem, welche Fassung man bestellt hat, wird dann freigeschalten.
Aber es nutzen ja auch viele Kinos, gerade im Arthouse-Bereich, die Möglichkeit, dann einen Film zur Synchronfassung eigentlich zu zeigen, aber einzelne Tage dann doch Untertitel zu zeigen. Genau. Gibt es ja eben in Frankfurt auch bei einigen Kinos, dass man dann zum Beispiel Montag die Filme im Original mit Untertiteln sehen kann. Und das ist natürlich schon eine Möglichkeit, die ist ja deutlich vereinfacht jetzt, also weil früher hätte man dann sozusagen eine Kopie bestellen müssen, extra für diese Vorführung, hat man dann einzeln auch gemacht oder man hat sich eben von vornherein entscheiden müssen, zeigt man die untertitelte Fassung oder die deutsche Fassung. Das ist jetzt natürlich ganz klar für den Alltagsbetrieb aktuellen Filmen deutlich einfacher geworden. Und kann man so ein Synchronpublikum, ein Untertitelpublikum ausmachen, also so im Spielbetrieb des Filmmuseums? Gibt es da Schnittmengen möglicherweise? Gut, wir zeigen natürlich, also bei uns ist ja wirklich Synchronfassung doch eher die Ausnahme, meistens eher dann aus der Not heraus sozusagen, wenn wir eine Originalfassung nicht finden oder es keine gibt, zum Beispiel also bei einem französischen Film, den wir nur mit spanischen Untertiteln bekommen könnten, dann geht es einfach nicht. Nur mal zugespitzt gefragt, erreicht man bestimmte Zuschauergruppen einfach nicht, wenn man zum Beispiel eine OMU-Fassung zeigt? Das ist bestimmt so. Also das ist natürlich schon so, dass manche Leute einfach sagen, das sind sie nicht gewohnt. Es ist auch eine Gewöhnungssache natürlich. Man merkt es ja auch in anderen Ländern, die einfach in kleineren Ländern, wo es gar keine in dem Sinne Synchronisation so verbreitet gibt, sind die Leute natürlich auch dran gewohnt. Die gucken sich auch im Fernsehen untertitelte Fassungen an. Das ist ja, das ist dann einfach eine Gewöhnungskonditionierungssache, auch Gewohnheitssache, wie schnell man das dann liest. Es ist sicher so, dass dann auch zum Beispiel bei den deutschen Filmen dann wieder anderes Publikum, die dann froh sind, dass sie hier einen deutschen Film eben auch im deutschen Original sehen können. Und klar, wenn wir unter teilweise eben synchronisierte Fassungen zeigen, dann merkt man schon, dass es auch mitunter ein anderes Publikum ist. Manche kommen natürlich einfach wirklich vor allem wegen dem Film, aber es gibt natürlich dann schon Leute. Und es ist natürlich auch so, dass man natürlich, das machen wir jetzt eben zum Beispiel wie bei der Veranstaltung am Donnerstag, dass Kinogeschichte auch in Deutschland natürlich auch eine Synchrongeschichte ist. Deswegen hat man natürlich schon auch eine gewisse, kann man das nicht völlig ausblenden. Es gibt nun mal einfach seit vielen Jahrzehnten Synchronisationen. Das gehört auch zur Kinogeschichte. Aber es ist bei uns eben, ja, wie ich schon ausgeführt habe, eben durch den Fokus, dass wir vor allem Originalfassungen und das zeigen, was man sonst nicht sehen kann, in der Minderheit. Aber es sind natürlich historische Synchronfassungen wiederum, sind natürlich auch im regulären Kinobetrieb nicht zu sehen. Deswegen, wenn wir Synchronisation zeigen, dann eher von einem älteren Film. Jetzt hast du ja auch in Nürnberg Programm gemacht. Wie unterscheidet sich denn die Situation hier zum Frankfurter Publikum? Also hat man dadurch, dass man hier in so einer internationalen Stadt ist, wo man natürlich auch viele internationale Communities hat, da auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel mit Untertitelfassungen zu arbeiten? Ja, also es ist zum Beispiel, was ganz auffällig war in Nürnberg, war es ganz schwierig, Originalfassungen englischer zum Beispiel ohne Untertitel zu zeigen. Also das war tatsächlich ein Problem dort, also kamen wenig Leute, während hier zum Beispiel englische Originalfassung ohne Untertitel, das ist eigentlich kein Problem. Also es schreckt jetzt nicht in größerer Zahl die Leute ab, sondern das wird doch gut angenommen. Das merkt man, ganz klarer Unterschied. Und dann natürlich auch durch das internationale Publikum in Frankfurt, dass eben auch zum Beispiel gar kein Problem ist, dass man iranischen Film mit englischen Untertiteln zum Beispiel zeigt. Also wir zeigen ja zum Beispiel, wenn wir auch bei Festivals oder Filmreihen neuere Filme haben, ist es ja oft so, dass es Festivalfassungen sind, die einheitliche englische Untertitel haben, in der ganzen Welt so gezeigt werden, solange kein deutscher Verleih den aufgekauft hat und dann deutsche Untertitel macht oder deutsche Synchronisation, ist ja sozusagen die englische Untertitelung gerade bei neuen Filmen die Standardfassung, die bei Festivals um die Welt tourt. Und das ist auch kein Problem. Also das merkt man, dass dann auch viel Publikum eben bei iranischen Filmreihen kommen, die Iraner, die Italiener kommen bei italienischen Filmreihen und so, dass tatsächlich auch viel Publikum der Landessprache kommt einerseits, aber auch dann das sonstige Frankfurter Publikum da auch recht aufgeschlossen ist und da jetzt keine grundsätzlichen Barrieren ist, dass man sagt, englische Untertitel sind schwierig oder ohne Untertitel englische Fassung. Ich habe die nächste Meldung gesehen, ganz hinten. Der Herr Beilharz hat es gerade alles schon so ausführlich erklärt, dass ich die Frage eigentlich gar nicht mehr stellen muss. Aber vielleicht nur noch ergänzend, wenn Sie eine Originalfassung zeigen möchten und Sie haben ja vielleicht noch einen etwas anderen Zeitrahmen als die anderen, die ja etwas mehr unter Zeitdruck stehen, wenn Sie so ein Programm planen. Aber wahrscheinlich müssen Sie ja über Ihre Recherche, manchmal geraten Sie dann auch in Zeitnot. Ist das Material, das Sie im Endeffekt dann erhalten, auch das, was Sie erwarten, oder gibt es da Überraschungen?
Jetzt hinsichtlich Zustand oder Fassung? Oder ja, Sprache? Zustand, vom Zustand her. Ach so, das ist, da muss man sich natürlich schon oft auch verlassen. Zum Beispiel, wenn man aus dem Ausland die Sachen importiert, dann gibt es bei Archiven, werden die Filmkopien geprüft, gibt es meistens Zustandsberichte. Bei digitalen Fassungen gibt es oft auch Prüfberichte, die man dann vielleicht, wenn das Veröffentlichungen sind. Also da kann man kann vorab recherchieren und sich Informationen geben lassen. Man muss aber natürlich letztlich sich auch darauf verlassen, dass da die Kooperationspartner ordentlich arbeiten und zuverlässige Informationen liefern. Manchmal wird man auch böse überrascht, dass irgendwie die Sachen nicht vernünftig geprüft sind oder in schlechterem Zustand, als man sie beschrieben bekommen hat. Oder zum Beispiel Untertitelungen eben nicht so vollständig sind, wie man es eigentlich heutzutage gewohnt ist. Solche Überraschungen gibt es leider manchmal. Wir versuchen natürlich auch, wir haben ja auch ein eigenes Archiv in Wiesbaden, das Deutsche Filminstitut. Da haben wir auch natürlich sehr viele Filme und da können wir natürlich auch dann die Filme leicht uns vorab nochmal kommen lassen und wirklich reingucken. Und das ist natürlich dann einfacher oder auch wenn es im deutschen Verleih ist, dann kann man auch mal sich zwei verschiedene Fassungen kommen lassen und vergleichen. Aber bei ausländischen Fassungen muss man sich einfach verlassen, oft auf die Angaben, die man vorab bekommt, weil das wäre weder finanziell noch zeitlich zu leisten und auch einfach das wäre logistischer Wahnsinn, auch sich aus dem Ausland ständig Sachen nur zum Vorab-Testen. Das geht einfach beim Gramm, das über 40 Filme auf dem Monat umfasst, wäre das einfach nicht machbar. Das bringt mich nochmal zu der Frage, was ist eine gute Fassung? Und wir sollten auch über die Arbeitsrahmenbedingungen nochmal ein bisschen vertieft reden. Susanna Bonasiewicz, Sie haben mit dem Synchronverband Die Gilde, in dessen Vorstand Sie sind, ein Gütesiegel entwickelt für gute Synchronfassungen und auch einen Kodex erstellt. Was war der Hintergedanke und können Sie ein bisschen was auch zu dem Impuls, den Sie damit liefern wollten, erzählen? Also ich habe mir das im Vorfeld nochmal angeschaut. Da gibt es so einen schönen Satz. Wir haben schon über Zeitnot ansatzweise gesprochen. Die Voraussetzung einer hochwertigen Synchronisation ist ausreichend Zeit. Möchte man denken, ist eigentlich ein Allgemeinplatz oder eine Grundvoraussetzung, ist es aber vielleicht doch nicht. Und wenn ich dann weiter blättere, dann lese ich solche Sätze wie Doppelschichten sollten auf Ausnahmesituationen beschränkt bleiben. 14 oder mehr Stunden konzentrierter Arbeit sind auf Dauer niemandem möglich. Sind das die Rahmenbedingungen, unter denen synchronisiert wird? Leider ja. Oftmals leider ja. Und wir wollten eben mit der Gilde versuchen, weil ich meine, wenn man 14 Stunden arbeitet, dann kann man auch keine gute Qualität mehr abliefern. Das ist einfach so. Und wir wollten versuchen, diese Tendenz der schlechten Synchronisationen, die es nun mal leider immer häufiger gibt, aufzuhalten. Und haben deswegen die Gilde gegründet. Da sind aber auch Firmen drin und Kreative. Wir wollten zusammen versuchen, irgendwie ein bisschen mehr Qualität wieder in diese Branche reinzubringen, damit nicht irgendwann alle Leute sagen, sie möchten Original mit Untertitel sehen. Es ist sehr schwierig, weil es sind nicht, es sind, glaube ich, wir haben jetzt 7 Firmen in der Gilde und es ist wirklich schwierig, alle unter einen Hut zu bekommen und diese Zeitnot ist, die ist wirklich für uns ganz schrecklich, weil was ich allerdings auch wirklich nicht verstehe, vielleicht können Sie da Aufschluss geben, warum müssen unbedingt die Filme in Deutschland und in Amerika gleichzeitig anlaufen? Das verstehe ich nicht. Das war früher nicht so. Ich meine, gut, früher war nicht alles besser, aber ich verstehe nicht, warum das heutzutage sein muss. Angst vor Raubkopien. Ja, ja, aber das und dann aber auch der Synergieeffekt im Marketing natürlich. Das ist heutzutage übers Internet alles viel enger zusammengewachsen. Also wenn heute ein Film in Amerika startet, diese Trailer sieht auch jemand potenziell schon in Deutschland und dann will der natürlich auch schon den Film sehen. Und aber Raubkopierer sind natürlich ja ein Major Faktor dabei. Ja, schon, aber ich glaube kaum, dass jemand, der sich in seinem Zuhause im Computer einen Film runterlädt, dass das der potenzielle Kinogänger ist. Mhm. Also ich denke, der Kinogänger geht trotzdem ins Kino und es ist ja in Deutschland nachweislich noch nie etwas passiert diesbezüglich, also von wegen Raubkopie. Ja, vielleicht sollten wir das auch noch mal kurz ansprechen. Ja, doch, da ansprechen. Ist schon viel passiert. Was das Material angeht, also Sie hatten das ja auch schön schon mal beschrieben, dass teilweise das Material in einer derart
abstrahierten Form, nenne ich es mal, vorliegt oder angeliefert wird, dass die Synchronisation und auch die Untertitelung erschwert wird. Also können Sie dazu noch ein bisschen was erzählen? Was hat das mit dem Raubkopieren auf sich und welche Maßnahmen wurden da getroffen und werden getroffen? Also da gibt es einige Studios in Amerika, die da schon leicht abnorme Formen angenommen haben, wo man dann zum Beispiel bei Steven Spielberg, der gibt nur geschwärzte Bilder raus, wo man nur noch die Köpfe sieht und dann eigentlich nicht mehr mitbekommt, was überhaupt abgeht im Film. Also man muss dann sich das alles vorstellen, wozu, was natürlich sehr leicht zu Fehlern führt, weil man das ja alles nicht sehen kann. Also wir hatten bei BFG, der Big Friendly Giant, bis zur Mischung nur geschwärztes Bild und am zweiten Tag der Mischung haben wir dann endlich ein offenes Bild bekommen, was schon ein kleines Wunder war. Und dann festgestellt, dass teilweise Sachen neu aufgenommen werden mussten, weil sie aus dem Kontext sich nicht mehr erschlossen haben? Oder? Nein, es war Gott sei Dank eigentlich nur eine Stelle, wo ein bisschen, aber das konnten wir dann irgendwie so ohne Retic retten. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber es, wie oft kommt sowas vor? Ist das die Ausnahme oder ist das die Regel? Also ich glaube, bei den großen Studios kommt es schon relativ häufig vor, bei den Blockbustern, weil die wahnsinnig natürlich Angst haben, dass diese Filme raubkopiert werden, auch wenn es niemals im Synchronstudio stattgefunden hat. Also da weiß ich nichts, aber ja, es ist nun mal so. Und da kann man auch nichts dagegen tun. Also alle Sicherheitsvorkehrungen, die die Studios ja einhalten und sowieso schon beweisen müssen, dass sie das alles machen, das nützt nichts. Also. Und das Krasseste, was ich mal gehört habe, war noch eine weitere Abstraktion, dass nur noch ein weißes Kästchen aufblinkte, wenn gesprochen wurde, also dass gar keine Münder mehr zu sehen waren. Ah, das ist gut. Die Version kenne ich noch gar nicht. Aber das ist sozusagen das entfremdetste Material, was ich bisher gesehen habe. Wie geht man denn damit um als Synchronregisseur und auch als Schauspielerin zusammen? Nein, gar nicht. Das habe ich noch nie gehört. Und, ja, aber jetzt auch in dem Fall sozusagen, Sie haben nur noch die Lippenbewegung, nur noch in Anführungszeichen. Was macht man denn dann? Also man braucht ja viel Fantasie offenkundig. Ja, und man braucht dann eben auch einen Regisseur, der weiß, was er tut. Also der könnte mir dann vielleicht noch helfen. Ja, aber es gibt ja auch Regisseure, die ablehnen, mit solchem Material zu arbeiten. Die grundsätzlich sagen, das ist so nicht möglich. So kann man keine gute Synchronfassung herstellen. Also vielleicht, ja, wie ist das bei den Untertiteln? Ja, genau. Vielleicht noch zur Ergänzung zu den Arbeitsbedingungen. Also optische Kopierschutzmaßnahmen habe ich auch in vielfacher Form schon kennengelernt. In den letzten Jahren bekomme ich mein Arbeitsmaterial häufig nur noch in Schwarz-Weiß. Ja. Einfach, das ist dann unattraktiv, sowas raub zu kopieren. Also, und mit Wasserzeichen und Timecode? Mit riesigen Wasserzeichen, das heißt also mit riesigen Texteinblendungen, die dauerhaft übers Bild gelegt sind. Teilweise steht da dann mein eigener Name in großen Buchstaben, damit dann im Zweifelsfall auch jeder genau wüsste, wer die Raubkopie dann angefertigt hat. Und aber auch schon das schwarz-weiße Bild kann schwierig werden, wenn man zum Beispiel einen Film oder eine Serie untertitelt, die hauptsächlich nachts spielt und man dann nur noch den Kontrast zwischen dunkelgrau und mittelgrau sieht, bekommt man dann teilweise auch nicht mehr so sehr viel mit von der Handlung. Also, und es gibt auch beim Untertiteln dann den extremen Abstraktionsgrad. Das weiß ich von Kolleginnen, die indische Filme untertiteln. Also gerade in Bollywood ist die Angst vor Raubkopien wohl besonders groß. Da bekommen die Untertitlerinnen dann den Film überhaupt nicht zu sehen, sondern sie bekommen nur das indische, also das Hindi-Originalskript und englische Untertitel. Sie übersetzen dann quasi aus zweiter Hand die englischen Untertitel ins Deutsche. Und haben dann selber hinterher erst das Aha-Erlebnis, wenn sie den Film im Kino sehen. Also das,
Die Arbeitsbedingungen sind teilweise schon ziemlich abstrus. Und kann man da als Supervisorin dem entgegenwirken? Also kann man dann Nein. Steven Spielberg sagen, Nein. mit dem Material arbeiten wir Nein. nicht? Also da haben wir wirklich uns schon abgemüht in der Hinsicht auch. Also endlose Diskussionen geführt, dass diese Wasserzeichen ja für diese Synchronbearbeitung ja nicht in der Mitte sein müssen, wo sie also immer die Münder und so abdecken, die man ja sehen muss, um das Lippensynchron zu kriegen. Nein, es geht einfach nicht. Also Gütesiegel möchte ich nochmal nachhaken. Wo können wir das finden und wie können wir jetzt als, ich sage jetzt mal, einfacher Kinozuschauer oder einfacher DVD oder Blu-ray oder Video-on-Demand-Konsument rausbekommen, diese Synchronfassung ist unter fairen Bedingungen entstanden? Es wäre schön, wenn wir schon so weit wären. Also wir sind noch nicht so weit mit dem Gütesiegel, weil es ist auch im Moment noch sehr schwierig, dass an die Verleiher ranzutragen, dass sie sich damit beschäftigen. Es hat natürlich auch Gründe, weil es sind nun nicht alle Firmen, alle großen Firmen in der Gilde. Das heißt, das Gütesiegel würde jetzt nur für die Firmen in der Gilde gelten. Das da kann aber nicht sein, das darf auch nicht sein, das soll auch nicht sein. Also es ist im Moment mit dem Gütesiegel leider noch so, dass wir da noch ein bisschen drauf warten müssen, auf der DVD hinten das Gütesiegel zu sehen. Halten die Augen offen. Sie haben noch 5 Minuten Zeit, Fragen zu entwickeln. Es gibt hier noch eine Meldung, ja, und da oben noch ein Hinweis. Ja, wenn ich das so höre, also gerade was der Untertitelungsexperte erzählt hat über die Zeit, die er braucht, ich war erstaunt, also 1 Woche bis 10 Tage, das hört sich an rasant für mich. Ich würde ganz gerne wissen, wie lange eine Synchronisation im besten Falle dauert. Und eine zweite Frage, ich finde es ganz toll, was die Synchronsprecher leisten und schade, dass so wenige namentlich bekannt sind, weil von der Stimme her ist es wohl nicht so. Und ich spreche jetzt nicht nur von Christian Brückner, der kann im Radio was über den Ameisenbär erzählen und das ist Robert De Niro, das weiß man. Ich habe mal in einem Abspann gesehen, dass die Synchronsprecher direkt unter den Schauspielern genannt wurden. Kann das nicht auch ein Gütesiegel sein oder Norm? Das wäre schön, wenn wir das wenigstens wieder durchbringen würden, weil ich weiß, das gab es in den Sendeanstalten manchmal, dass die Synchronsprecher unter den Originalschauspielern standen. Aber zu Ihrer ersten Frage, also ein Synchronbuch dauert circa 2 bis 3 Wochen. Davor muss natürlich eine Rohübersetzung erstellt werden. Das weiß ich nicht, wie lange das dauert, eine Rohübersetzung. 3 Tage. 3 Tage. Rohübersetzung ist aber auch wirklich nur eine wortwörtliche Übersetzung. Dann das Synchronbuch 2 bis 3 Wochen. Dann wird der Film getaked. Das heißt, eine Cutterin setzt sich daran und schneidet diesen Film in ganz viele kleine Stückchen, damit der Schauspieler dann im Atelier eben diese kleinen Stückchen hat, damit er 1 oder 2 Sätze nur sprechen muss. Er kann ja nicht sich ad hoc jetzt 5 Sätze merken. Dann geht es ins Atelier, sagen wir für einen Spielfilm 90 Minuten, 5 Tage, würde ich denken. 5 Tage ins Atelier. Dann wird der Film geschnitten von der Cutterin, die ist ganz wichtig. Die wird immer vergessen, aber die Cutterin im Atelier ist ganz, ganz wichtig, weil die sagt, das kann ich machen, das kann ich schneiden, das sieht gut aus. Der Regisseur achtet meistens nur auf das, was er hört. Und die Cutterin achtet darauf, was sie sieht. Und wenn sie sagt, das sieht nicht gut aus, dann muss der Schauspieler das nochmal machen. Die Cutterin sitzt im Atelier, schneidet den Film, braucht für einen 90-minütigen Film, sagen wir, 1,5 Wochen. Immer die Wochenenden mit eingerechnet. Dann ist der Film fertig geschnitten, dann kommt er in die Mischung. 2 Tage? 3? Nein. 4? Kommt immer darauf an, wie aufwendig die Mischung ist. Und dann ist er fertig. So, bei wie vielen Tagen sind wir jetzt? Das sind jetzt 6 Wochen, ja, bestenfalls, ja. Aber aber oftmals sollen die Filme dann auch in 3 Wochen schon fertig sein und das macht uns dann Probleme. Dahin hatten wir noch eine Meldung, bitte. Wer nimmt denn das Ergebnis ab oder anders gefragt, gibt es eine Qualitätskontrolle? Also wenn da ein US-amerikanischer Film auf einer Cocktailparty spielt und jemand erkundigt sich nach dem Badezimmer,
dann bin ich mir sicher, es ist die Toilette gemeint und nicht das Badezimmer. Das sind die Momente, wo man laut schreiend rauslaufen möchte. Wer verhindert sowas? Ja, das ist eigentlich mein Job. Also sowas muss ich. Aber es würde natürlich in einem unserer Filme nicht vorkommen. Aber also ich bin eigentlich die Qualitätskontrolle bzw. ja. der Verleih. Ja. Oder die Redaktion in den Sendeanstalten. Genau. Übrigens wollte ich noch hinzufügen, Arte macht das ja immer noch mit der Nennung der Synchronsprecher. Und Arte auch, ja. 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 ZDF auch öfter. Bei den Untertiteln ist es auch so, dass es immer noch ein Lektorat gibt. Also es gibt immer ein Vier-Augen-Prinzip. Also je nachdem, wenn ich meinen Auftrag über eine Agentur bekomme, dann beauftragt die Agentur dann jemanden, der den Film lektoriert. Wenn ich selber den Auftrag über den Regisseur oder den Produzenten bekomme, dann suche ich mir einen Kollegen oder eine Kollegin, der meine Arbeit kontrolliert. Also Vier-Augen-Prinzip ist da selbstverständlich. Und dann gibt es eben die Kunden, die dann die Abnahme machen und das fertige Produkt dann absegnen. Ich hätte mal abschließend noch eine Frage an die beiden Damen zum Synchron nochmal, Frau Bonasiewicz und Frau Leinert. Es fällt ja auf, dass wir wenige professionelle Schauspieler immer wieder hören, aus ganz verschiedenen Mündern. Also es gibt solche Experten, Profis, die sich spezialisiert haben im Synchron, die dann aber mehrere deutsche Stammstimmen besetzen. Also ich denke jetzt an einen Fall zum Beispiel wie Anne Elsholz, als er gestorben ist, hat gleichzeitig Tom Hanks, Bill Murray und Kevin Kline seine deutsche Stimme verloren. Wie kommt sowas und gibt es da Tendenzen, das aufzubrechen? Sind einfach die Rahmenbedingungen vielleicht zu unattraktiv, dass es zu wenig Schauspieler gibt, die synchronisieren wollen? Oder ist es doch so eine große Herausforderung, dass es gar nicht viele Schauspieler machen können? Das würde mich noch interessieren. Also diese wenigen Stimmen, die wir aus so vielen Mündern hören. Also ich glaube, es werden jetzt immer mehr. Und wir haben zum Beispiel von der Gilde, ich hatte einen Tag der offenen Tür an unseren Berliner Theatern angekündigt und es durften alle Schauspieler kommen, die sich einfach mal im Synchron ausprobieren wollten. Und das war ganz toll, da sind auch ganz tolle neue Stimmen dabei rausgekommen, die ich auch teilweise eingesetzt habe. Einige Schauspieler sagen aber, sie können das nicht, sie kommen damit nicht klar, jetzt auf ad hoc zu weinen oder sie brauchen einfach zu viel Zeit, um in eine Rolle reinzukommen. Gab es früher auch schon. Die Schwierigkeit ist nur, durch diesen Zeitdruck haben die Regisseure auch gar nicht mehr die Möglichkeit, viele Schauspieler auszuprobieren oder ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selber mal auszuprobieren, weil alles immer so schnell gehen muss. Und wenn es dann nachher nicht klappt, hatte ich auch schon mal, Gott sei Dank habe ich mit Firmen zusammengearbeitet, die mir das dann nachgesehen haben, dass ich jemanden engagiert habe für eine kleine Rolle und es funktionierte dann einfach nicht. Er konnte es nicht. Mhm. Es kann ja passieren, ist auch nicht schlimm, musste dann aber nochmal gemacht werden. Mhm. Ja, das ist auch mein Eindruck, dass ja eben die Stimme nicht nur passen muss. Also ich hatte auch schon, wir machen ja oft Castings, wenn Stimmen also neu besetzt werden oder Schauspieler neu besetzt werden müssen. Und es geht nicht nur darum, dass die Stimme jetzt matcht oder da gut drauf liegt oder so. Nein, der Schauspieler muss das wirklich transportieren können, diese Rolle. Und das können eben nur wenige. Und deswegen beschränkt sich das dann auf so eine kleine Gruppe. Und natürlich der Zeitdruck ist ein großer Faktor, dass die Regisseure sagen, nee, also mit dem brauche ich ja einen Monat, diesen Film zu synchronisieren. Das kann man mal machen, jemanden da neu reinzubringen. Aber eigentlich wollen sie es nicht, weil es zu zeitaufwendig ist. Eigentlich schade. Ja, eigentlich schade. Und das andere, was Sie gesagt haben mit Arne Elsholz zum Beispiel. Arne Elsholz hat natürlich eine so prägnante Stimme gehabt. Ihn einfach umzubesetzen, ich glaube, das haben auch viele Verleiher einfach gar nicht gewollt. Weil wir gewöhnen uns ja auch an Stimmen und ich weiß nur, als damals die wunderbare Renate Danz starb, die immer Shirley MacLaine gesprochen hat und als dann Shirley MacLaine war plötzlich für mich nicht mehr Shirley MacLaine. Ja.
Und das vergessen, glaube ich, auch manchmal Verleiher. So, letzte Chance. Jetzt gibt es noch zwei letzte Meldungen. Dankeschön. Ich habe noch mal eine Frage zu, wie das ist bei den Schauspielern, dass die Beziehung von den Schauspielern zu den originalen Schauspielern, also wenn man über Jahre eine Person begleitet oder sie spricht, ärgert man sich dann auch manchmal über die Rollenwahl oder scheiße, jetzt muss ich diesen Film sprechen und ich mag den nicht, oder entsteht da so eine Art Beziehung über die Jahre oder wie ist das? Ja, da entsteht schon eine Beziehung und man fragt sich manchmal wirklich, musste das jetzt sein mit der Rolle? Das kommt schon vor, aber sehr selten, Gott sei Dank. Ganz kurz noch, und zwar, es gibt ja oft bei Filmen die Situation, dass die Originalschauspieler starke Akzente haben. Also man hat jetzt den Texaner und den New Yorker zum Beispiel bei einem Amerikanisch. Und im deutschen Film wird es immer komplett egalisiert. Also ich habe das noch nie erlebt, dass man dann, was weiß ich, einen Bayer oder einen Norddeutschen nimmt oder so, weil man hat ja da eigentlich freie Wahl und das wird nie gemacht. Und Unterfrage noch, wenn in Filmen verschiedene Sprachen gesprochen werden im Original, also Englisch und dann Französisch zum Beispiel, sprechen die dann auch beide Deutsch und dann geht natürlich der ganze Verwirrung und Dings verloren. Und da frage ich mich, warum man dann nicht die Untertitelung und die Synchronisation in dieser Situation kombiniert, also warum man das dem deutschen Publikum nicht zutraut, diese Intelligenz zu haben. Doch, das macht man jetzt schon. Ja? Man ist davon abgegangen, alles einzudeutschen, sage ich jetzt mal so despektierlich. Das macht man jetzt schon, dass man die Hauptsprache synchronisiert und die zweite Sprache untertitelt. Plötzlich Papa zum Beispiel, französischer Film mit englischen Anteilen. Da wurden die englischen Anteile dann untertitelt. Oder Inglourious Madame Mallory. Oder Inglourious Basterds von Quentin Tarantino. Mhm. Das ist eigentlich ein polyglotter Film, vier Sprachen, Italienisch, Deutsch, Englisch, Französisch. Und dann hat man auch einige Passagen bei der deutschen Synchronfassung zum Beispiel das Englische auch ins Deutsche übertragen. Und dann haben wir natürlich Deutsch und Deutsch und Deutsch. Und dann hat man aber Passagen zum Beispiel im Italienischen belassen, ununtertitelt und französische Passagen untertitelt. Also das gibt es schon, aber es ist sicherlich eine Ausnahme. Ich würde ganz gern zum Abschluss, um Sie nochmal kurz alle zu Wort kommen zu lassen, fragen, was erwartet uns denn jetzt? Welche kommenden Projekte gibt es? Worauf dürfen wir uns freuen? Gibt es zum Bibi Blocksberg-Jubiläum etwas? Gibt es ein Jubiläum? Also ich habe jetzt mal nachgerechnet, wenn Sie seit 79 Bibi Blocksberg sprechen, spätestens in 2 Jahren dürfte es soweit sein. Vielleicht ist ja was in Vorbereitung. Andreas Beilerz, wann sehen wir die nächste hochkarätige Synchro im Deutschen Filmmuseum? Claudia Leinert, was hat Konstantin Film gerade an Land gezogen? Welches nächste Projekt bearbeiten Sie gerade? Und Frank Saalberger, was ist Ihr nächstes Untertitelprojekt? Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Frau Leinert. Also ich arbeite gerade an You Were Never Really Here mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Er hat auch einen Preis dafür bekommen in Cannes. Ist zwar ein kleiner Film, Arthouse, aber ja, trotzdem anspruchsvoll auf seine Art und Weise. Dann habe ich noch ein Remake von Papillon in der Pipeline und eine französische Dreiecksgeschichte, wie es halt so üblich ist. Ja, ich weiß gar nicht, inwieweit man über ungelegte Eier sprechen sollte, aber... Also ich will Sie jetzt nicht dazu verleiten, irgendwelche Verschwiegenheitsklauseln zu brechen. Also es gab letztes Jahr den wohl relativ erfolgreichen Film Bad Moms, eine Frauenkomödie. Da ist jetzt ein zweiter Teil in Arbeit, der ein Weihnachtsfilm wird. Und ich mache in letzter Zeit auch einiges für Amazon Prime, also Serien, Dokumentationen so im Sportbereich, im Motorsportbereich. Da gab es letztes Jahr die erste Staffel The Grand Tour mit den ehemaligen Moderatoren der BBC-Reihe Top Gear. Und da könnte es sein, dass da jetzt auch eine zweite Staffel kommt. Ich bin da mal ganz vorsichtig von wegen der Verschwiegenheit. Ja. Aber Bibi Blocksberg geht weiter und wegen dieses Jubiläums, da werde ich mich mal erkundigen. Ja, unbedingt. Die Fans warten bestimmt. Ja.
Ja, und wir haben ja gemeinsam mit Nils Steinpeiler planen wir ab Januar dann monatlich eine Reihe, die so ein bisschen anknüpft an das, was wir jetzt am Donnerstag hier hatten. Also einen Vortrag und Filmvorführung mit ausgewählten Synchronfassungen, die halt ein bisschen auch die historischen Bedingungen und bestimmte Arten von Schwierigkeiten, Herausforderungen beleuchtet. Und ja, da auch gespannt drauf. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank an unsere Gäste. Susanna Bonasiewicz, Claudia Leinert, Frank Saalberger und aus dem Haus Andreas Beilharz. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Kurzer Hinweis, bleiben Sie doch noch ein bisschen. Wir haben jetzt gleich nämlich um 8 die einmalige Gelegenheit mit Susanna Bonasiewicz, der Dialogbuchautorin und Regisseurin von der Gärtnerin von Versailles, und Frank Saalberger, dem Untertitler von der Gärtnerin von Versailles, in dieser einmaligen experimentellen Aufführung den Film in beiden Fassungen mit beiden Bearbeitern zu sehen, gleich hier ab 20 Uhr in diesem Saal. Ich möchte noch Danke sagen einmal an Barbara Neb, die mit dem Mikro sofort zu Ihnen geeilt ist. Und außerdem vom Technikteam an Pramila Cinchana und an Christian Appelt im Vorführraum. Vielen Dank.